Whitney ist ein Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimps und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Thank you.
News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimps und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr europäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Ja, hallo, hier ist der Detlef von Wake News Radio. Heute ist der 4. Oktober 2012. Ich heiße euch willkommen, Mensch, alle Mann hier wieder zusammen. Klasse. Und hier, wie gesagt, ihr könnt mir ständig auch hier Infos reinschicken, hier beispielsweise hier auf meinen Chaträumen bei wakenews.net, Wake News Radio auf der Seite. Und da sind schon viele drin. Da heißt es hier zum Beispiel, hallo Detlef. Ja, hier und so weiter. Ne? Klasse. Hallo zurück. Und natürlich könnt ihr mir während der ganzen Sendung hier auch Infos zuschicken unter meiner E-Mail-Adresse radio@wakenews.net. Freue ich mich. Ist wichtig. Wir müssen alle zusammen anpacken. Ist doch logisch. Hä? Auch alle Zuhörer bei milen-fm.lu oder .net sind begrüßt. Ja, also auch dort kann man mich live hören. Dort gibt's auch eine Mumble-Funktion. Ne, da schneide ich hin und wieder auch mal rein. Ne? Schauen wir mal. Okay. Also das mal vielleicht dazu. Und was ich immer gerne mache, das ist, mich bei allen Künstlern zu bedanken, die mir ihre Musik zur Verfügung stellen, dass wir sie auch hier in unseren Sendungen präsentieren können, spielen können. Und als erstes hörten wir hier auch im Internetradio und überhaupt wahrscheinlich eine Premiere von Alvin IRB, The Boiler Boys, Zimmer 4. Ne? Also elektronische Musik, aber wie gesagt, mein Musikspektrum reicht von Rock bis Hip-Hop, alles drin. Also viel Elektronik, weil da sehr viel Musik mir auch zugeschickt wird, keine Frage. Aber ich bitte euch alle, wer hier zuhört, wer das möchte, kann mir jederzeit gerne mal auch seine Musik zuspielen oder zuschicken, ne, als MP3 am besten unter radio@wakenews.net. Und am besten auch immer bitte GEMA frei. Ne? Also bitte keine Rechte Dritter da drauf. Es gibt ja nur ja ständig Theater hier mit Video hochspielen bei YouTube. Das ist ja ein verlängerter Arm der DIMS, der NWO. Das wissen wir. DIMS gleich als Fremdwort für alle. Ne? Meine Abkürzung für die dominante irrsinnige Minorität, wie ich sie nenne. Ne? Die Leute, die ich als diejenigen sehe, die hinter den Kulissen da so ihre kleinen Spielchen machen. Okay, das vielleicht dazu. Und wir haben natürlich auch im Laufe der Sendung heute ein heißes Thema, nämlich der Tyrannei friedlich ein Ende setzen und was es damit auf sich hat. Wir haben ja auch einen Gast, der kommt etwas später damit hinein. Das ist Labarababa PF. Den hatten wir schon vorher mal hier in unseren Hartz-IV-Gegenmaßnahmen-Sendungen. Und heute ist aber das Thema etwas deutlicher, ne? Nämlich Hartz IV muss weg. Und was es damit auf sich hat, kommen wir etwas später zu. Also, da hören wir dann später auch was vom Labarababa. Aber bevor wir das machen, noch ein paar Informationen für all diejenigen, die ganz neu drin sind. Auf meiner Seite wakenews.net, Wakenews Radio, gibt es zwei Player. Einen davon darf man ausschalten. Ja, kein Problem. Sonst hört man es doppelt. Ne? Und das nicht unbedingt synchron. Ja, also das kann man machen. Und weil ich dieses Thema ansprach eben mit, ja, was hier so alles abläuft. Ich hatte das Vergnügen, an dem 3. Oktober, das war gestern, teilzunehmen an einer Demonstration, einer tanzenden Demonstration in Lörrach, hier direkt an der Schweizer Grenze gegenüber von Basel, quasi vor Ort. Ne? Und da war mächtig was los, hatte keiner erwartet, sowas hat es in Lörrach in der Form noch nie gegeben. Zumindest das bezeugten die Aussagen vieler, die dort teilnahmen, die von dort kamen. Es gab wirklich eine Riesenveranstaltung und ich habe darüber auch schon berichtet, aber erstmal nur einen Kurzbericht, weil ich jetzt noch alles andere auswerten muss. Es fehlen auch noch ein paar Interviews, die ich auch noch nacharbeiten muss. Und bis das soweit ist, da vergeht's leider. Ne? Ich habe hier keine 20 Mann, die hinter mir arbeiten, alles vorlegen und dies und jenes. Da geht's mir fast so wie dem Herrn Obama. Ohne seinen Teleprompter kriegt er kein vernünftiges Wort raus. Konnte man übrigens bemerken bei den so Fernsehduellen in den USA. Ne? Da, also ohne Teleprompter, wo alles draufsteht, was er sagen soll,
kommt er nicht zurecht. Ne? Und wahrscheinlich hatten die irgendwie Probleme hinter den Kulissen, kriegten die das nicht so schnell hin und das war so ein Gestottere und diese. Na gut, aber das ist ja nicht unser Thema heute. Aber die, naja, okay. Also bei mir ist es so, ich kann zwar sprechen, aber mir fehlen hier und da ein paar Hilfskräfte, ne, die mir das alles mal ein bisschen vorbereiten können. Schneiden, schnippeln, ne, und so. Alles das. Na gut. Jedenfalls habe ich da einen Artikel veröffentlicht. Tanzen, demonstrieren in Lörrach, ein voller Erfolg. Ja, ein erster Kurzbericht mit Bildern, Aufnahmen in Lörrach. Und da habe ich geschrieben, es nahmen etwa 1000 bis 2000 junge Menschen an der Demo in Lörrach teil, wovon auch einige aus weiter entfernten Norden kamen. Erfreulicherweise, Leutchen, jetzt sperrt die Löffel auf, auch Fans von Wake News, sogar aus Bad Säckingen. Also nochmal herzlichen Dank für alle, die hier auch vielleicht aus Bad Säckingen jetzt hier heute zuhören, die da waren. Klasse, dass sie da waren. Und natürlich auch aus dem Umkreis von Lörrach und auch aus Basel. Ne? Alles ist gut gelaufen. Die Organisatoren hatten sich sehr viel Mühe gemacht. Ganz klasse, damit alles reibungslos verlief. Die Leute waren durchweg gut drauf. Das Wetter spielte sogar mit und klarte auf, sodass man sogar die Chemtrails wieder deutlich sehen konnte, die in Massen über der Region versprüht wurden. Ja? Auch die Zusammenarbeit mit der BRD-Polizei verlief gut. Ja? Die Leute waren nur überrascht, dass circa eine Stunde vor Ende der offiziellen Demonstrationszeit, 17 Uhr, die genehmigt worden war, keine Musik mehr auf den Wagen gespielt werden durften, außer dem Fahrzeug, das für die Schlussrede vorgesehen war, dass sie da irgendwo geparkt hatten, im Park, ne? Grüttpark, werde ich da ausgehen. Dementsprechend enttäuscht waren alle tanzend Demonstrierenden, aber auch die Demonstrationsbehörden in den Ämtern müssen sich erstmal wieder dran gewöhnen, dass sich die Menschen nicht mehr alles gefallen lassen wollen. Ja, das kommt noch. Man muss nur gemeinschaftlich dran arbeiten. Gell? Infos zu den Interviews und den weiteren Hintergrundquellen und so weiter folgen bald. Also immer wieder reinschauen. Hier auf meinem Blog musicwakenews.wordpress.com, da berichte ich immer darüber. Habe ich auch so ein bisschen was geschrieben. Das fand ich ja noch interessant. Es gibt ja Demonstrationsrecht, ne? In der BRD. Und zwar nach dem Grundgesetz. Artikel 8. Und da steht, alle Deutschen haben das grundsätzliche Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Ja, das ist eben Artikel 8 Grundgesetz. Für Versammlungen und Demonstrationen unter freiem Himmel gilt nach dem Versammlungsgesetz zusätzlich, sie müssen bei der Ordnungsbehörde, in Klammern Polizei, angemeldet werden und die Demonstrationsteilnehmer dürfen sich nicht uniformieren oder vermummen. Gegen das polizeiliche Verbot einer Demonstration können Rechtsmittel eingelegt werden. Die Quelle ist Turich Eckert, Pocket Politik Demokratie in Deutschland, Neuausgabe 2006. Aus Bonn, Bundeszentrale für politische Bildung. Ne? Da habe ich irgendwo einen Kommentar herausgefischt aus Politik Profiler. Und die sagten, dieses Versammlungsrecht stammt noch aus der Kaiserzeit. Damals wollte man unterbinden, dass der Mob, der Arbeiter, sich gegen die schlechte Bezahlung und Behandlung auflehnt. Ja, das ist bestimmt irgendwie ein bisschen revidierungsbedürftig, denke ich mal. Vor allem, wenn wir erkennen, dass wir nicht der Boss sind und nicht irgendwelche, was weiß ich, gell? Okay. So, das mal vielleicht dazu. Aber was hat es mit dem heutigen Thema auf sich? Auch das müssen wir kurz mal beleuchten, würde ich sagen. Es ist ja so, täglich erreichen mich Zuschriften, die einerseits bestätigen, dass bereits viele Menschen die Situation erkannt haben, in der sie sich befinden, andererseits aber nicht wissen, wie auch, ne, wie sie sich eigentlich gegen diese Tyrannei, Unterdrückung, Ausbeutung, Versklavung bis hin zum vom System herbeigeführten Tod wehren können. Auch ich weiß nicht alle Antworten. Eines jedoch ist uns allen klar, wir müssen etwas tun. Gewalt ist nicht die Antwort und nicht das richtige Mittel, um etwas zu verändern. Ein viel besseres und effektiveres Mittel sind wir selbst. Wir Menschen mit unseren Fähigkeiten, dem gemeinsamen Willen, etwas zu ändern in dieser verkommenen, korrupten, zerstörerischen Welt, die von Kräften gesteuert und am Leben gehalten wird, aus niederträchtigen Beweggründen. Nicht zum Wohle von uns allen, sondern allenfalls zum Wohle einiger weniger, die uns mit eiserner Faust in ihr Schema, ihr System pressen wollen. Es geht also
Wir können etwas tun. Wir müssen unsere Vorstellungen formulieren, bestimmt vorbringen und so das System zwingen, aufzugeben und allenfalls uns, dem Volk, dem Souverän, den Menschen zu dienen und nicht ein paar dominanten, irrsinnigen Minoritäten, ne, genannt Dims von mir. Ne? Was damit auf sich hat, werden wir im Laufe der Sendung noch diskutieren, ist doch gar nicht schlecht hier, Mensch, wenn ich dann auch von euch noch einige Infos reinkriege. Radio@wakeness.net ist meine E-Mail-Adresse und ich gucke zwischendurch immer mal im Chat. Aber das Chat geht immer ein bisschen zu schnell und ich kann nicht drei Sachen auf einmal machen. Ist halt so. Ne? Soweit bin ich noch nicht. Es kommt erst in der fünften Dimension. Wollen wir dann mal so weit sehen. Okay, hier kommt gleich eine Nachricht von jemandem aus der Schweiz. Grüezi, Detlef. Zum Thema der Tyrannei friedlich ein Ende setzen möchte ich Folgendes loswerden. Als erstes sollten wir wissen, gegen was genau wir eine Konfrontation eingehen. Es geht im Grunde um die Diebe der Zeit, unserer Zeit. Das jetzt näher zu erläutern, würde den Rahmen der Radiosendung klar sprengen, aber sogar die Jahreszeiten gehören im Endeffekt ganz akribisch geplant dazu. Seit damals essen wir zum Beispiel Fleisch und sind in der Natur als Einzelne grundlegend nicht mehr überlebensfähig. Was wollen die denn von uns? Nein, es ist nicht das Geld, sondern unsere Zeit. Wir sollen schuften für sie und am Abend gemütlich mit Erdnüssen im Mund vor der Glotze einschnarchen. Wer das nicht macht oder sogar eine eigene Meinung bildet, ist natürlich klar auf der roten Liste und wird gebeutelt. Was machen Gegenzeitdiebe? Es gibt einige interessante Geschichten von UFO-Entführten, die durchaus Interessantes berichten. Scheinbar bomben sich hominide Spezies wegen dieses Zeitdieben meist mit Atom, später auch mit Fusionsbomben ins globale Nirvana. Aber einige Zivilisationen haben das schon hinbekommen. Don't panic. Ja, gut, das sollen wir mal in einer anderen Sendung diskutieren. Ich kenne zwei solche Geschichten, schreibt er hier weiter, und in beiden Fällen haben die Menschen einfach nur 1 bis 2 Wochen aufgehört zu arbeiten. Das eine Mal mit Musik und Festen, das andere Mal mit einem weltweiten Generalstreik. Was danach passiere, kann man vielleicht mit der fünften Dimension beschreiben, aber einig sind sich scheinbar alle, dass es das Best Ever ist, dass ein Wesen live miterleben kann. Ich von meiner Seite kann nur sagen, lasst uns einfach nicht polarisieren, weder in die vermeintliche gute noch auf die scheinbar böse Seite. Jede Münze hat 2 Seiten, aber nur einen Rand. Grüße an alle. Ja, klasse. Herzlichen Dank dafür. Interessante Gedanken. Ja, ich denke, das gibt so ein bisschen die Stimmung wieder, in der wir uns befinden. Ja, ja, so ist das halt. Ne? Jetzt müssen wir uns damit rumschlagen. Aber wir sehen ja die Tyrannei jeden Tag. Viele erleben sie jeden Tag. Ja, andere nicht so. Deswegen, ja, sind die vermeintlich nicht davon betroffen und schauen weg, ne? Oder kümmern sich nicht drum. Aber das Fell wird irgendwann jedem abgezogen. Ja, diejenigen, die es zuerst spüren, die eigentlich sofort betroffen sind, das ist eine Gruppierung, die wir hier in der Bundesrepublik Deutschland kennen unter dem Begriff Hartz IV. Ja? Tja, also. Und bevor wir das machen, schnell noch hier ein Kommentar. Detlef, dein Engagement in allen Ehren, aber kurze Resonanz nach 2 Jahren. Was hast du erreicht mit dieser Sendung? Resümee, Nachlese. Also, ich wurde nach etwas über einem Jahr bereits von einer Polizeitruppe in Basel hops genommen. Sendeanlagen verschwanden, wurden mir weggenommen. Ich war ziemlich eingeschränkt, bis heute. Übrigens, also, scheinbar habe ich irgendwas erzählt, was die Leute nicht wollen, dass ich es erzähle. Mau trotzdem weiter. Ne? Ich wurde vor kurzem mal gefragt, Mensch, ist das nicht ein bisschen gefährlich, was du da machst? Muss das sein? Okay, ja, habe ich gesagt, naja, also, I go for it. In meinem Alter kann man das machen. Denn, jo, ich würde mal sagen, wir haben immer dann Erfolg, wenn wir auf der guten Seite versuchen zu stehen. Ja, wir machen alle Fehler, schaffen nicht alles. Ne? Ist ja logisch. Und hier schreibt jemand, der Oleander, hier im Chatraum. Detlef hat uns hier zusammengebracht. Das hat schon mal was, hat er schon mal was erreicht. Danke. Ja.
Die Krone hat er nicht dabei gehabt. Hier sagt er Copyright. Welche Krone? Doch, ich habe gestern eine Krone gekriegt von Leuten, die das Grundeinkommen befürworten. Ja. Und da haben wir das Stichwort hier auch für unsere heutige Sendung mit unserem Gast. Den wollen wir auch mal hören hier, den Laberababer. Schauen wir mal, ob er überhaupt hier schon in der Leitung ist. Laberababer Michael, bist du da? Hallo Detlef, grüß dich. Hallo miteinander. Das, hörst du mich? Wunderbar. Ganz fantastisch. Vor allem die Zuhörer hören dich jetzt. Wunderbar. Ja, und da wir dich ja jetzt nicht so live filmen können, ja, ich weiß, das so weit bin ich jetzt auch noch nicht mit meinen tollen TV-Übertragungen, die ich immer gerne machen würde, irgendwann. Aber wir schieben nachher dann dein Gesicht mit rein in das Video. Das hast du mir erlaubt, oder? Okay, natürlich. Klasse. Ja, du hast das Stichwort schon gehört, Grundeinkommen. Wie gesagt, es waren auch viele Leute da gestern bei dem 3. Oktober. Das ist übrigens der Tag der Einheit für all die, die keine Ahnung haben, was der 3.10. in der BRD eigentlich darstellt. Ne? Und ja, da haben wir also ordentlich, da haben wir uns vereint, da waren wir zusammen. Ja, und das in einem kleinen Nest mit so über 1.500, ich weiß nicht genau, wie viele Leute, ich habe es nicht alle gezählt, aber ich habe 750 Flyer ungefähr verteilt. Wow. Nicht an einen, sondern an 750 Individuen. Ja. Also, ich habe auch nicht jeden erreichen können. Ja. Also gut. Michael, du bist ja jemand, den viele schon kennen. Nicht nur aus meinen Sendungen, sondern natürlich hast du auch einen Videokanal bei YouTube. Vielleicht kannst du da auch nochmal ganz kurz was dazu sagen, damit die Leute, die dich jetzt noch nicht kennen, ein bisschen besser kennenlernen können. Ja, kann ich kurz machen. Wie gesagt, ich habe schon seit über 2 Jahren diesen Kanal auf YouTube, Laberababer PF, und habe da circa 480 Videos beziehungsweise Vlogs gemacht. Und die allermeisten sozusagen, schätze mal so 430 bis 450 werden es sein, die sich nur um Hartz IV drehen. Und die habe ich zumeist selbst gesprochen und spreche immer frei, mache mir wenig Notizen und sage da, was ich da auf dem Herzen habe und wie ich die Sache sehe. Und ja. Ja, deswegen passt das ja auch super, wenn wir hier, weil wir sind ja live, ne? Wir haben jetzt hier kein Teleprompter vor uns, oder abliest, oder? Ja, natürlich. Und weißt du, so ein Kanal zieht natürlich auch viele Feinde an, ne? Ja. Also ich wurde da, das ist ja, sie kommen immer aus dem Nirvana herausgeschossen und drohen mir mit dem Tode und so weiter. Und da ist schon richtig was los. Und aber ich lasse mich da nicht beeindrucken. Ich habe das zwar jetzt ein bisschen zurückgeschraubt, aber letztendlich wird es immer weitergehen. Ne? Ja, genau. Und als heutige Sendung wird wieder dazu beitragen, dass in der BRD die Glocken klingeln, und zwar rund um die Uhr, oder? Also bei den Verantwortlichen, ne? Oder? Ja, wollen wir es mal hoffen, dass es ganz viele Leute hören, was wir heute zu sagen haben. Weil einfach das ein ganz wichtiges Thema ist. Gerade das Hartz IV, dieses fürchterliche Regime, das sich da innerhalb Deutschlands etabliert hat, also praktisch so wie ein Staat im Staate geworden ist und Menschen kuiniert, schikaniert, ausgrenzt, Menschenrechte beraubt, Grundrechte beraubt, Strom wird abgestellt bei Leuten, weil sie es nicht mehr bezahlen können, da fallen Kerzen um, da verbrennen Kinder. Und Menschen haben sich umgebracht, andere schneiden sich den Fuß ab, weil sie Angst haben, zum Jobcenter zu gehen. Und Sachbearbeiterinnen werden ermordet, ne, oder getötet. Und da sieht man mal ein Gesetz, das so angelegt ist, dass so etwas passieren kann. Oder ja, meiner Meinung nach auch systemimmanent ist, also gesetzeskonform, systemimmanent ist. Ein Toter ist einer zu viel, egal auf welcher Seite. Und deswegen gehört dieses Gesetz dringend abgeschafft. Ja, das finde ich also ganz wichtig. Ich habe zur Einstimmung, ich meine, ich will ein bisschen Stimmung müssen wir ja machen, weil sonst die Leute ja gar nicht mitkriegen, was es eigentlich geht. Auch die Leute, die jetzt außerhalb von der BRD zuhören, da gibt es ja auch sehr viele, die ja auch mal hören wollen, was hier so los ist, weil dieses Hartz-IV-Modell als solches ist ja geplant, wahrscheinlich auch noch in anderen Regionen. Und ich weiß zum Beispiel hier aus der Schweiz ganz konkret, dass es hier ganz viele Leute gibt, die hier vor allem in der Deutschschweiz
aus der BRD engagiert wurden in den hiesigen Sozialämtern. Ja, wahrscheinlich, um das schon mal so ein bisschen vorzubereiten. Ne? Aber ich dachte vielleicht, wenn du mir gestattest, Michael, ich lese mal so ein paar Zitate von einigen Politikern hier aus der BRD oder Leuten aus der BRD vor, die sich also zu dem Thema Hartz IV geäußert haben. Ja, das ist klingt also wirklich hammermäßig, aber ich werde dieses Dokument dann auch in die Anlage geben. Übrigens nochmal ganz wichtig, das wird natürlich auch dann veröffentlicht noch als Video, als Aufzeichnung später und zu sehen in mywakeness.wordpress.com, meinem Blog unter dem Thema der heutigen Sendung. Hier haben wir zum Beispiel einen Herrn Henno Schmidt, FDP-Fraktionsvize. Ja, ob das auch mal ist oder war, weiß nicht, aber der hat wohl gesagt, Hartz-IV-Empfänger sollen Ratten jagen. Dann hatten wir hier den SPD-Arbeitsminister Franz Müntefering, der sagte, wer nicht arbeitet, soll auch nichts essen. Dann haben wir hier den hessischen Justizminister Dr. Christian Wagner. Da steht, die elektronische Fußfessel bietet damit auch Langzeitarbeitslosen und therapierten Suchtkranken die Chance, zu einem geregelten Tagesablauf zurückzukehren und ihren Arbeitsverhältnis vermittelt zu werden. Viele Probanden haben es verlernt, nach der Uhr zu leben und gefährden damit gerade auch ihren Arbeitsplatz oder ihre Ausbildungsstelle. Durch die Überwachung mit der elektronischen Fußfessel kann eine wichtige Hilfe zur Selbsthilfe geleistet werden. Ja. Jetzt kommt noch Altkanzler Gerhard Schröder, der meinte, es gibt kein Recht auf Faulheit. Ach, und da haben wir hier noch den FDP-Chef Guido Westerwelle, also der war mal dort FDP-Chef, jetzt ist er nur noch Außenminister. Der hat mal gesagt, es gibt kein Recht auf staatlich bezahlte Faulheit und Hartz-IV-Empfänger sind eine Gruppe, die anstrengungslosen Wohlstand genießt und bezeichnet diesen Zustand als spätrömische Dekadenz. Und Michael Gloß, CDU, Bundesminister für Wirtschaft und Technologie, war der mal, ja, er meinte, Arbeitspflicht für alle Arbeitslosen muss eingeführt werden. Soll ich noch weiter vorlesen? Oder reicht das schon? Was meinst du, Michael? Also den Rest kann man dann da nachlesen. Wir wieder nicht überstrapazieren. Hier, ne? Oder? Ja, naja, also alleine an den Aussagen kann man sehen oder ja, dass also man kann den Eindruck bekommen, dass die irgendwie alle medizinische Hilfe brauchen, ja. Also dass die irgendwie mal irgendwo hingehen müssen zu jemandem, der ihnen zuhört und da können sie mal ihre Probleme besprechen, weil ich weiß nicht so recht, ob die Kranken unser Problem sind, wenn ich das so höre, sondern wahrscheinlich eher die sogenannten Gesunden. Und es ist die Frage, behandeln wir überhaupt die Richtigen, ja? Ja, und wer die Fußfesseln tragen sollte, ne? Ja, also, ja, ja, weil ich halte... Wer die Stromschüsse kriegen sollte, ne? Ja, ich halte diese Sätze, also wenn das ein Mensch gegenüber seinem Mitmenschen so sagt, dann stelle ich mir so vor, dass das irgendwie eine Störung sein muss, ne? Das irgendwie ist das behandlungsbedürftig, finde ich, ja? Also ja. Das ist... Weil normal, was ist normal, ja, also man könnte das jetzt erklären, aber das möchte ich jetzt nicht unbedingt, aber ich will mal sagen, so in mein Weltbild und in das Weltbild, sagen wir mal, eines Menschen, der achtsam ist und gegenüber seinen Mitmenschen mitfühlend ist, passt es nun mal gar nicht, ne? Ja, also ich bin da auch wirklich komplett entsetzt. Da ist man entsetzt, ja. Ja, oder? Da ist man entsetzt, ja, wie vergiftet, wie innerlich vergiftet der Geist von manchen Menschen ist und was die von sich geben dürfen, ohne dafür auch noch, sagen wir mal, gesellschaftlich geächtet zu werden oder dass da mal vielleicht ein Staatsanwalt sagt, hallo, das geht nicht oder so. Im Gegenteil, die dürfen das immer wieder sagen. Und eine ganze Gruppe von Menschen, denen man mit der sozialen Axt sozusagen ihr Dazugehörigkeitsgefühl und ihr Selbstwertgefühl abgetrennt hat, ja, zu beleidigen und in den Schmutz zu ziehen. Und das ist schon eine der übelsten Geschichten, die man sich überhaupt vorstellen kann. Ne? So geht man einfach nicht mit seinen Mitmenschen um. Fertig. Ne? Ja, absolut. Also ich bin also da auch jemand, der also wirklich entsetzt ist. Und hier passt jetzt gerade noch ein Zitat, was ich gerade von einer Hörerin hier herein geschickt bekam. Das könnt ihr übrigens auch machen. Ihr könnt auch Fragen an den Labarababa stellen hier. Schickt sie einfach rein unter radio@wakeness.net. Da schreibt sie, hallo Detlef, habe heute mit einer netten Dame von der Finanzverwaltung
Finanzamt, sage ich nicht mehr, telefoniert und durch ein geschicktes Gespräch eine Aufklärung über unsere BRD und Beamte mit Link auf die Seite Metapedia, Stichwort BRD, vorgenommen. Sie war ganz Ohr. Im laufenden Gespräch meinte sie, Zitat, wenn wir gegen alle Ungerechtigkeiten demonstrieren wollten, brauchten wir kein Zuhause mehr. Liebe Grüße auch an alle Aufwachenden. Hey, das ist doch ein Hammer, oder? Ja. Was meinst du? Ja, das ist natürlich schon ein Ding. Ich meine, klar, Ungerechtigkeiten hin, Ungerechtigkeiten her, aber wir müssen jetzt einfach mal schauen, dass wir einen Punkt, eben den, wie man heute, den du heute in deiner Sendung genannt hast, herausnehmen. Und dann, weil das mit dem Finanzamt ist gerade so eine gute, ein guter Hinweis für mich. Ich habe, ist doch die Frage, warum braucht ein Finanzamt keinen Sicherheitsdienst, aber ein Jobcenter schon? Ja, eben, weil beim Finanzamt doch eine Menge Kohle liegen müsste, oder? Zumindest also auf dem Papier. Ja, ich denke, da beim Finanzamt müsste es doch eigentlich auch Leute geben, die unglaublich wütend sind auf diese Finanzbeamten da, weil sie sich ungerecht behandelt fühlen. Aber da passiert nichts und zum Glück passiert da nichts. Ich möchte das nicht, sondern ich möchte nur einmal den Unterschied herausstellen. Also eine Finanzbehörde braucht keinen Sicherheitsdienst, aber ein Jobcenter schon. Und da muss man sich fragen, warum braucht ein Jobcenter einen Sicherheitsdienst? Ja. Oder wozu? Vielleicht kannst du da, Michael, nochmal berichten, was da vorgefallen war, denn viele haben das gar nicht so mitgekriegt. Hier beispielsweise den Fall da in Nordrhein-Westfalen war das, glaube ich, wo eben eine Mitarbeiterin des Jobcenters von einem Hartz-IV-Empfänger, sagen wir es mal so, mit einem Messer, glaube ich, erstochen wurde. Ja? Vielleicht kannst du es mal schildern? Ja gut, das werden ja die allermeisten schon wissen und werden es auch gelesen haben, ist ja durch die Medien gegangen. Der Mann war wohl sehr wütend, weil er dachte, dass seine Daten wohl weitergegeben werden oder verkauft werden oder nicht sicher sind und so weiter. Und scheinbar war das dann letztendlich der Auslöser, dass er da rein ist ins Jobcenter und wollte das mit dem Sachbearbeiter, soweit ich weiß, klären. Der war aber nicht da und dann ist er wohl zu einer Sachbearbeiterin hineingegangen, die normalerweise für ihn nicht zuständig ist und da ist das wohl eskaliert und dann ist er halt, ja, war der außer sich wohl scheinbar aus dem Rahmen und hat diese Frau zu Tode gebracht. Ne? Ja. Tja, ist natürlich sehr tragisch. Aber es scheint ein sehr gefährlicher Job zu sein, da beim Jobcenter, ne? Das, und das ist doch die Frage, weshalb soll das gefährlich sein? Ne? Da muss doch etwas sein, was der Mensch, der da, ja, sagen wir mal, hin muss, um irgendwie weiter überleben zu können, weil er keinen Job hat, da muss doch irgendwas sein, wo der merkt, der Mensch, da passiert etwas mit mir, was falsch ist, was nicht richtig ist, was, sagen wir mal, jeder Mensch weiß genau, was richtig ist und was falsch ist, ja, oder was Gerechtigkeit ist oder Ungerechtigkeit und so weiter, hat jeder Mensch irgendwie in sich die Vorstellung, wie er behandelt werden möchte oder wie er andere behandelt, ja, und die Leute merken, wenn sie da hingehen, das ist ja, es ist so, Detlef, die Leute, ich erlebe das ja täglich, kriege das ja mit in unseren Gruppen und so, da kommen ja dann Leute herein, die vorher mit dem Hartz-IV-System sozusagen niemals was zu tun hatten. Und wenn die dann das erste Mal da in das Jobcenter kommen, dann glauben die tatsächlich, dass sie dort, dass man ihnen dort hilft, ja. Und die sind da noch völlig beseelt von der Freude, ja, es geht weiter. Nur nach einem halben Jahr sind diese Leute alle meistens mit den Nerven runter, die sind fertig, die verstehen die Welt nicht mehr, die kriegen Depressionen, die magern ab. Die wissen nicht, wie ihnen geschieht. Also da ist eine Wand der psychischen Gewalt, die sie empfinden, gegen die sie laufen. Und des Unverständnisses und des Bevormundetseins. Und das ist ein großes Problem, was Menschen natürlich nicht lange aushalten können. Ja, und wie gesagt, der eine, der dreht dann halt am Rad, ja, und der andere, der zieht sich zurück, wird depressiv. Oder wie gesagt, magert ab, kriegt Essstörungen, posttraumatische Störungen, ja, und so weiter. Also es ist ein krankmachendes System, ja. Und dieses Gesetz ist ein krankmachendes Gesetz, weil es einfach, wie gesagt, mit diesem Fördern und Fordern etwas geschaffen hat,
was ist überhaupt normalerweise, gerade in der Arbeitswelt, wo es so wenige Arbeitsplätze gibt, freie Stellen gibt und so viele Leute die Arbeit suchen, überhaupt nicht greifen kann. Im Gegenteil, es ist kontraproduktiv und zerstört ganze Biografien von Menschen. Ja, das ist richtig, weil früher gab es ja die sogenannte Sozialhilfe, ne, also für Leute, die wirklich in eine soziale Not geraten waren, denen hat man geholfen, ja, auch mit dem Hintergrund eben, sie wieder integrieren zu können oder ihnen zumindest zu helfen, dass sie wieder menschlich leben können. Hier scheint es aber, und deswegen heißt es ja auch Arbeitslosengeld 2, obwohl du vielleicht gar nicht unbedingt so arbeitsfähig bist, ne? Wieso kannst du dann Arbeitslosengeld 2 beziehen und solche Sachen? Das ist ja schon Spitzfindigkeiten in der Bezeichnung. Und natürlich die ganzen Rechtsfragen. Ich will das nur erwähnen, ich will das jetzt im Moment hier nicht diskutieren, dass es ja auch so ist, dass Argen gar keine Behörden sind. Ja, da kommen wir vielleicht hinterher nochmal dazu. Und dass auch nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil vom 25.07.2012 eigentlich alles in Frage gestellt ist, ob das überhaupt rechtlich alles richtig ist. Das können wir natürlich hier letztendlich auch nicht lösen, aber wir werden es vielleicht eher zum Schluss der Sendung auch nochmal kurz ansprechen. Aber uns geht es hier vor allen Dingen im Vordergrund ja um die Menschen, Michael, oder? Die Schicksale der Menschen. So ist es genau. Das ist auch das zentrale Thema für mich immer. Und das ist einfach eine Frage, die man sich sozusagen als Mensch stellt. Wie kann es sein, dass eine politische Klasse, die diese Gesetze mit unterstützt haben oder mit unterstützen noch oder sie geschaffen haben, und das sind ja auch Menschen, ne? Die Politiker sind ja Politiker, klar, aber sind auch Menschen. Wie können die einfach überstehen oder ausblenden oder verdrängen, dass Menschen durch Hartz IV zu Tode kommen? Und jeder Tote ist einer zu viel. Das heißt, wenn es im Zusammenhang, also wenn Leute verhungern, weil sie das psychisch nicht mehr schaffen, weil sie so viel Angst haben, irgendwie sich rauszubewegen und so weiter und so fort, dann muss man dieses Gesetz abschaffen. Das ist doch gar keine politische Frage in dem Sinn erstmal, sondern es ist einfach eine humanistische Frage, eine menschliche Frage. Sobald durch bestimmte Verordnungen oder Gesetzgebungen es so zu Verwerfungen kommen kann, dass eben Menschen zu Tode kommen, dann muss das Gesetz abgeschafft werden. Das ist ganz einfach. Ja, und ich meine so ein bisschen, was ich auch versuche hier mit meinen Sendungen oder auch mit den Initiativen, die ich mitstarte, wie zum Beispiel die Vereinigung gegen Ungerechtigkeiten, möchte ich eigentlich ein Sprachrohr werden oder mit daran teilhaben, diese Sache öffentlich mal zu diskutieren. Denn in den sogenannten, ja, ich nenne sie ja Matrix-Medien, den Massenmedien, wird das eben nicht in der Form diskutiert aus Sicht der menschlichen Tragödien, sondern eher eben, da wird mehr so das System verkörpert, ne, indem die sagen, ja, ihr seid, das sind alles nur faule Hunde und was ich eben vorhin so zitiert habe, oder? Ja, ganz genau. Und das ist auch ein wirklich schlimmes Problem, sage ich mal. Also das ist wirklich ganz schlimm, weil man hat da zwei Bilder, die man kolportiert. Einmal diese Jobcenter mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ja alle so toll sind, ja, und sich ja nur darum kümmern und bemühen, ne, und was weiß ich, ja. Und auf der anderen Seite der Hartz-IV-Bezieher oder die Bezieherin, die eigentlich faul ist und rumschmarotzt. Und dieser Graben, diese Diskrepanz, die da aufgebaut wurde, diese Hartz-IV-Bezieherinnen hat man zu Sündenböcken gemacht, sozusagen für alles, was irgendwie schlecht ist in der Republik, sind immer die dran schuld da, diese faulen Säcke, die uns nur auf der Tasche liegen. Und die, die in den Jobcentern arbeiten, die sind Heilige, die sind alle toll und ach, die kümmern sich um die Leute und so weiter. Und wenn man mit Leuten spricht, die mit Hartz IV nichts zu tun haben, und das ist auch ein Riesenproblem, dass in vielen Gesellschaftsschichten, wenn man das so sagen darf, Hartz IV überhaupt nicht vorkommt. Die blenden das völlig aus. Und wenn man denen dann sagt, ja, aber pass auf, da werden Leute sanktioniert, die kriegen kein Geld und die haben nichts mehr zu essen und so. Und da ist auch hier schon der eine oder andere verhungert. Und dann sagen die, was bei uns in Deutschland? Spinnst du? Du hast doch einen Schuss. Das gibt's bei uns doch gar nicht. Das heißt, da ist so ein Klima geschaffen worden,
dass so viele niedere Instinkte befriedigt bei Menschen, dass man sich da wunderbar draufsetzen kann und bestimmte Dinge sagen kann oder ausblenden kann oder verdrängen kann und so weiter. Und dieses ganze Krebsgeschwür, dieses Karzinom, dieses Hartz-IV-Krebsgeschwür, das innerhalb der Gesellschaft wuchert und wächst, ja, auszublenden, ne? Und das ist so wie beim Menschen, wenn er Krebs hat, gibt es viele Menschen, die blenden das erstmal aus, ja. Das ist viel zu schlimm, um das anzuschauen. Da gucke ich lieber mal weg und warte mal, was passiert. Und diese Geschichte ist einfach unfassbar, dass man nicht, dass die Gesellschaft nicht bereit ist, zu verstehen, dass es hier um Menschen geht und nicht um Wirtschaft oder sonst irgendwas, sondern hier geht es in erster Linie um Menschen, die in einer Kultur leben, die es lange ermöglichen kann, durch den Reichtum, den es gibt, dass diese Menschen mit Würde leben können. Ja, das ist richtig, weil letztendlich ist es ja auch so, wir haben ja sehr viel über Missstände, auch Einzelschicksale schon in vergangenen Sendungen mal berichtet, aus verschiedensten Ecken. Ich habe selbst Erfahrungen gemacht vor Ort, habe mich davon überzeugt, was da Sache ist hier im Jobcenter Lörrach, weil das bei mir auch gleich um die Ecke ist, wie das da abgeht. 100% Sanktionen, kein Problem, ne? Das heißt, da habe ich auch mal gefragt, Leute, was heißt eigentlich 100% Sanktion? Das heißt doch nichts anderes als, hast nichts mehr zum Fressen, hast nichts mehr zum Trinken, also höchstens das Wasser aus der Leitung, wenn du irgendwo da dran kommst, ja, hast kein Heizgeld mehr, hast kein Strom mehr, kannst nicht mehr telefonieren, Fernseh gucken kann man auch nicht mehr, alles das ist nicht mehr vorhanden. Stimmt das? Ja. Das ist richtig, ja. Und da ist doch eben einfach die Frage, und da geht es mir wieder um diesen psychologischen Aspekt und da auch mal den nachzufragenden Aspekt. Wie kann es denn sein? Ich sage das jetzt nur mal so beispielsweise. Wie kann es sein, dass wenn ich in ein Jobcenter hineingehe, sagen wir mal, mein Arbeitslosengeld zu holen oder was auch immer, mich eine Sachbearbeiterin oder ein Sachbearbeiter aus dem Jobcenter herausschickt ohne einen Cent? Und mir sozusagen somit mein Lebensrecht verwirkt. Das ist doch völlig absurd, ja. Wie kann das sein in einer Gesellschaft, da fehlen mir die Worte, ja. Und was mich auch aufregt, die Kirchen, ja, das muss ich mal ganz deutlich sagen. Ich habe zwar denen weniger am Hut oder bist du gar nichts. Aber wenn es um Menschenleben geht, da sind die Kirchen die Ersten, die immer sagen, ja, wir müssen das Leben schützen und so weiter und so fort. Und was machen sie mit Hartz IV oder was sagen sie zu Hartz IV? So gut wie gar nichts. Keiner von diesen Bischöfen oder von irgendwelchen Leuten, die da in der evangelischen Kirche Präsenz sind oder wie die heißen, sagt, Hartz IV ist ein Konstrukt, das wir dringend abschaffen müssen, weil es Menschen gängelt, geißelt, foltert etc. und so weiter. Das kann man als Kirche gar nicht hinnehmen. Aber die sagen es deswegen nicht, weil Diakonie und Caritas und so weiter natürlich von den Jobcentern profitieren und das ist ein Riesenproblem. Ja? Wenn man sich überlegt, Letztes Jahr wurden 38 Milliarden Euro für diese ganze Armutsindustrie, die sich um Hartz IV herum gebildet hat, ausgegeben. 38 oder 36 Milliarden. Ja, die laufen da rein in irgendwelche sinnlosen Maßnahmen, wo sich da Maßnahmenträger bilden, GmbHs und so weiter, wo dann die Leute Puzzle machen dürfen oder lesen das Rotkäppchen vor oder weiß der Teufel was, ja. Und das musst du dir mal vorstellen, was man mit dem Geld machen könnte, ja, also für die Menschen, ja, anstatt so einen Unsinn. Ja, ja. Nee, da hast du recht, Michael, und häufig, und da muss man immer zwangsläufig an die dunklere deutsche Zeit denken, die wir jetzt zwar persönlich nicht erlebt haben, aber wo eben auch keiner den Mund aufgemacht hat, wo es auch Gruppierungen gab, die eben für schuldig befunden wurden. Ja, wo auch die Kirchen nichts, also die Organisationen, ne, es gab vielleicht schon einzelne Leute, aber die großen Organisationen nichts getan haben, weggeschaut haben, vielleicht sogar kollaboriert haben, oder? Unbedingt. Aber erstaunlicherweise, ich muss doch etwas dazu sagen, es gibt Geistliche, die sich äußern, da war jetzt in der Schweiz wohl ein Benediktiner, Abt oder ein, wie nennt sich die, Bruder, der über das Grundeinkommen gesprochen hat und sich dazu äußerst positiv geäußert hat. Genauso hier in Deutschland die KAB, also die katholische Arbeiterbewegung, sagt auch, wir brauchen ein Grundeinkommen.
Also da gibt es schon innerhalb der Kirchen schon Meinungen. Nur, wie gesagt, es wird kein Einfluss, die nehmen doch sonst auf alles Einfluss, ja. Aber darauf Einfluss zu nehmen, gerade auf die christdemokratischen Politiker, die da im Bundestag sitzen, ja, die ja die mal allermeisten gläubige Leute sind, ja. Wie können die das mit ihrem Glauben vor Gott, ja, wenn ich das mal so sagen darf, vereinbaren, dass es so ein Gesetz gibt wie Hartz IV? Das ist aber einfach eine Frage, die sich diese Leute mal stellen sollten. Ne? Klar, Hartz IV Leute sind nicht ihr Klientel, deshalb kümmern sie sich auch nicht darum. Aber als Mensch oder als Christ, der sie sein wollen, müssen sie überlegen, ob das, was sie tun, im christlichen Sinne ist. Und ich behaupte, das ist es nicht. Ja. Gut, das fängt ja schon an beim Geld. Ne? Also Geld ist ja der Faktor auch bei Hartz IV. Man will eigentlich, dass die Leute bei Hartz IV so wenig wie möglich kriegen, ja, weil das angeblich die Kassen schonen würde. Auf der anderen Seite verschenkt man U-Boote nach Israel, also in Kriegsgebiete rein, auf was auch immer. Oder was auch immer für Unsinn. Da finanziert wird der Bundesfinanz, Bund der Steuerzahler hat er doch kürzlich veröffentlicht, dass also unglaublich viel Geld in den Behörden versickert und ausgegeben wird für Sachen, die also nicht zu glauben sind. Aber dafür, für die Menschen in Not, gibt's nicht genug, damit sie überhaupt überleben können. Man nimmt ihnen das auch noch zu 100% weg. Ja, weil sie irgendwas haben sie nicht gemacht, irgendein Schreiben nicht vorgelegt, irgendwie sie nicht gemeldet. Und dann wird man 100% bis zu 100% bestraft, ist das doch unglaublich. Ja, da sieht man mal, wie das gewichtet ist. Wenn man also noch Arbeit hat und steht im Berufsleben und man hat, der Chef sagt einem, du, wir haben am Montagmittag um 13 Uhr bei mir einen Termin. Na? So, und du hast den einfach mal vergessen, kommt ja vor. Nö, kann ja vorkommen. Wenn man dann wieder in den Betrieb kommt oder zum Chef kommt und man trifft den, welche Sanktionen bekommt man denn da? Einen Anschiss wahrscheinlich, ne? Tja. Aber wenn du aufs Jobcenter einen Termin verpasst und dann kriegst du gleich eins mit der Keule übergebraten, ja, indem sie nämlich Geld wegnehmen von deinem Existenzminimum. Also da ist doch auch eine Gewichtung. Dann sieht man das, wie diese Strafe ausgelegt ist. Das ist ein wie das SGB II wimmelt nur so von Strafen. Man meint gerade mal jetzt mit dem Strafgesetzbuch zu tun, ja. Ja. Ja, und das ist ja auch deswegen. Ich meine, wir machen heute hier ja auch keine Rechtssendung darüber oder geben irgendwelche Rechtsberatungen. Das können wir ja auch gar nicht, weil wir gar nicht dazu befugt sind. Wir können immer nur Tipps oder geben oder mal ein paar Erfahrungen mitteilen. Aber was wir auf jeden Fall tun, ist hinweisen, man darf sich nicht alles gefallen lassen. Man muss sich immer wehren. Und das geht. Man kann zum jeweiligen Sozialgericht gehen, das für einen zuständig ist, und kann dagegen kostenfrei vorgehen. Nur nochmal als Erinnerung, und wer sich da ein bisschen schlauer machen will, kann das zum Beispiel auch machen bei mir auf dem Blog vogwakeness.wordpress.com, Vereinigung gegen Ungerechtigkeiten, da sind ein paar Tipps drin. Auch Links übrigens zu dir, weil du hast ja auch einige andere Aktivitäten noch zusätzlich außer deinem Kanal, stimmt es? Ja, wir haben hier noch Facebook-Gruppen, da geht es um Jobcenter und Beistände, also dass wir eine Gruppe haben, wo sich Leute treffen und Leute, die dann sozusagen als Beistand mitgehen ins Jobcenter zu einem Termin und so weiter. Dann haben wir eine Gruppe, die heißt Jobcenter Tatsachenberichte, da kommt immer mal wieder das, was denn die Leute so erleben in den Jobcentern, ja, und wie absurd das ist, ja, das sind hanebüchene Dinge. Und dann haben wir noch eine Gruppe, die heißt Hartz IV und die Menschenrechte, weil Hartz IV ja klar gegen Menschenrechte verstößt, also gegen Artikel 5 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und Artikel 23, glaube ich, ne, und so weiter. Also das sind ganz verschiedene Dinge, die wir noch machen. Und ich bin froh, dass ich da Menschen treffen, die sich gegenseitig helfen. Also niemals alleine ins Jobcenter. Zu keinem Termin. Ihr habt das Recht auf einen Beistand, ja. Niemals alleine da rein, ja. Ne? Immer jemanden mitnehmen, egal wer es ist, ja, einfach mitnehmen. Wichtig, ja. Nie alleine da rein. Und sich niemals abwimmeln lassen oder niemals denken, die wüssten alles. Die wissen nämlich erstens
selber nicht immer alles, weil die Ausbildung der Leute nicht unbedingt aufgabengerecht ist. Und das andere ist, es gibt immer noch Instanzen, die darüber sind, zum Beispiel eben das Sozialgericht oder auch andere Möglichkeiten. Also, ich möchte nicht unhöflich sein. Wichtig bist du aber. Cool. Okay. Also, wichtig ist, das kann ich nur jedem anempfehlen, sich selbst nicht zu überschätzen in dem Umgang mit den Jobcentern und nicht sich auf Urteile berufen bei irgendwelchen Gesprächen und so weiter, weil das sind immer Einzelfallurteile, die nicht für ganz Deutschland gelten. Ne? Also die allermeisten, ne, von normalen Sozialgerichten, das gilt dann halt für Nordrhein-Westfalen, aber nicht für Bayern und so weiter. Deshalb machen dich die Jobcenter das auch relativ leicht. Bedeutet, ich würde jedem anempfehlen, wenn er ein Problem mit einem Jobcenter hat, sofort aufs Amtsgericht das Problem schildern, einen Beratungshilfeschein sich organisieren und dann, jetzt kommt für mich das zentral Wichtigste, einen mit einem Anwalt sich in Verbindung setzen, der nicht aus der eigenen Stadt kommt. Ja, da muss man anders herkommen. Ne? Aus einer anderen Stadt. Das hat Gründe. Ja, ne? Das ist richtig. Aber wie gesagt, hier im Amtsgericht Lörrach habe ich ja die Erfahrung gemacht, da wurde also einem Hilfesuchenden eben auch dieser Beratungsschein verweigert. Nein, das ist Prozesskostenhilfe. Prozesskostenhilfe wollen sie jetzt einschränken oder da gibt es auch mittlerweile Urteile. Aber besser ist, Entschuldigung, einen Rechtsanwalt anzurufen, der ein Sozialrechtler ist, im besten Falle auch noch Strafrechtler gleichzeitig ist und ihm das Problem schildern und dann ihn bitten, diesen Schein zu besorgen. Das heißt, er schickt ihm dann das per PN und man kann es dann ausdrucken, dann schickt man ihm das per Einschreiben mit Rückschein oder ganz normal wieder zurück oder man faxt zurück, dann besorgt er diesen Beratungshilfeschein selbst. Ne? Also das machen sie auch. Ne? Also, ja, das muss man einfach machen. Ne? Ja, das muss man machen, das ist ganz wichtig. Ich hätte nicht gedacht, dass das so ist, dass es so wichtig werden kann. Aber mittlerweile ist es wirklich so wichtig geworden, dass ich nur jedem empfehlen kann. Das ist meine Empfehlung. Das kann natürlich jeder tun, wie er will. Keinen Kontakt mehr bei Widersprüchen und anderen Dingen, die einem geschehen, ohne einen Rechtsanwalt. Ja. Ja, absolut. Und ich habe hier gerade eine Meldung wieder von einem unserer Zuhörer zu dem Thema Argen. Hi Detlef, bei den Argen sagte schon der Name, dass was im Argen liegt. Die deutsche Sprache ist meist sehr deutlich. Gruß. PS, wenn Demonstrationen etwas bewirken würden, wären sie verboten. Ja, genau wie Petitionen. Ne? Das gleiche gesagt. Also die bewirken in der Regel nur wenig. Ja, aber wenn wir hier so öffentlich sprechen und dass die Info rausgehen und die Leute mal endlich ein bisschen wachgerüttelt werden, mal ein bisschen sich fragen, was hier eigentlich los ist, dann hilft das, oder? Ja, auf jeden Fall ist ganz wichtig. Also, wie gesagt, es ist auch menschlich kaum noch zu ertragen, was da geschieht. Und was halt, wie gesagt, für mich immer das zentrale Problem ist und für viele andere auch, dass sie sich fragen, wie kann es sein, dass Menschen, die in diesen sogenannten Jobcentern alleine das Wort Jobcenter, ja, das ist ja auch so unglaublich deutsch, dass die einfach diese Dinge umsetzen. Ne? Also das ist etwas, was die allermeisten gar nicht verstehen können, dass die Menschen, die da drin arbeiten, dass die also Sanktionen umsetzen gegenüber Leuten, die schon am Existenzminimum leben oder das ganz durchziehen und ihnen zu 100% kürzen und so weiter. Was das Menschliche betrifft, der Aspekt da, dass die das überhaupt mit sich vereinbaren können, mit ihrem Gewissen. Ja, das scheint aber ein bisschen zum System zu gehören. Denn man setzt ja auch diese Leutchen schnell wieder auf die Straße. Ne? Die haben teilweise auch nur befristete Verträge, ne? Kommen aus allen Branchen. Ne? Ja, was weiß ich, glaube, was habe ich gehört? Schlosser, der seinen Job verloren hat, der hat einen 2-Wochen-Kurs und dann berät er jetzt Leute, die in Not sind und was weiß ich. Also das ist alles möglich, oder? Ne? Oder vielleicht ehemalige Sozialarbeiter aus der Bundeswehr, ne? Oder so. Naja, nun, wie gesagt, es zwingt diese Leute niemand da zu arbeiten. Ne? Ich sehe das ganz pragmatisch. Ja. Können ja was anderes machen. Ne? Das ist genau wie bei der Polizei. Ne? Oder da muss man ja auch nicht arbeiten.
Zwingt einen niemand dazu. Zwingt einen niemand, ne? Nee, das ist auch ein gefährlicher, wird auch zunehmend wahrscheinlich ein sehr gefährlicher Job werden, ne? Den hast du das gehört. Das wollte ich nämlich noch anfügen, weil das haben wir ja kurz angesprochen. Nach diesem tragischen Fall in Nordrhein-Westfalen, wo diese Frau da vom Jobcenter getötet wurde, gab es ja gleich Vorschläge, was man alles machen will. Ne? Sicherheitsdienste so und so viel verdoppeln, verdreifachen. Dann sollen auch Schranken eingeführt werden, dass man also und Panzer, also Panzerglas reingesetzt werden. Und dann sollen auch noch Überwachungskameras überall hin und was weiß ich. Also es soll also alles an Sicherheit dort aufgestockt werden, damit man die Leute noch mehr in Abhängigkeit bringt, oder was? Und das alles nur, weil jemand arbeitslos ist, ne? Ja? Das musst du dir mal vorstellen. Ja? Ja, das ist doch ein Hammer, ja? Der Mensch ist arbeitslos und dann müssen die sich verbarrikadieren, weil der arbeitslos ist. Also, das ist ein schlechter Witz. Ja? Also, das ist völlig absurd, ja? Wenn ich bösartig wäre, könnte ich vermuten, aha, das ist ein inszenierter Fall. Wir wissen ja, es gibt falsche Flaggenattentate, gibt es. Es ist ein inszenierter Fall gewesen. Könnte sein. Das ist eine Vermutung, ja, einfach mal ausgesprochen. Weil irgendwer irgendwelches Panzerglas überall verkaufen will. Ist das eine harte Sache? Aber stell dir mal vor, da sowas würde auffliegen und würde rauskommen. Also in den USA gibt es ganz viele solche Fälle, wo rausgekommen ist, dass solche Attentatsgeschichten politisch motiviert waren und zwar nicht von Tätern, sondern von der Regierung selbst. Ja, nun gut, da habe ich keine Meinung zu und ich glaube auch eher, dass das jetzt hier, glaube ich, nicht der Fall ist. Ich möchte weit nicht da reindenken. Es geht mir, und letztendlich wird es ja auch keine Rolle spielen. Der Mensch ist tot. Nein, so oder so. Ja, ist klar. Ja. Ist richtig. Und deshalb, wie gesagt, ist halt schon interessant, wie gesagt, in Finanzämtern und so weiter oder Jugendämtern brauchen sie kein Panzerglas und keine Sicherheitsleute und so weiter und so fort. Und jemand, der ohne Arbeit ist, der arbeitslos geworden ist und einen neuen Job sucht und der dann da reingeht, der muss sich dann, wie gesagt, dann zukünftig wohl oder wie auch immer vor Panzerglas verantworten. Das ist doch ein schlechter Witz. Ja? Der, ja. Mensch, der reingeht in das Arbeitsamt oder in das Jobcenter, der will ja in der Regel einen Job. Ne? Der geht ja nicht dahin, weil es ihm Freude macht und er sich so gerne sanktionieren lässt oder sonst irgendwas, sondern der Mensch, der da reingeht, der sucht Arbeit. Das muss man erst mal sagen. Und nicht umgekehrt. Und nicht umgekehrt, was die Politiker da so einige, was du vorhin vorgelesen hast, von sich geben, ja. Die Leute sind arbeitssuchend, ja, im ALG 2, ja. Absolut richtig. Entschuldige, mach du bitte. Ja, weil ich wollte jetzt auch nochmal den Bogen kriegen, weil wir haben jetzt sehr viel über Probleme gesprochen und wir sind uns bewusst, dass es hier eine Menge Probleme gibt und wir haben auch schon viele Sendungen darüber gehabt, die man sich auch alle bitte gerne nochmal anhören kann. Aber wir haben ja eigentlich jetzt hier schon den Casus Knactus angesprochen, nämlich Kohle. Ja, wenn es wirklich darum geht, sagen wir mal, Menschen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen, müssen da natürlich dafür auch Mittel freigesetzt werden. Und es gibt sicher eine ganze Menge Mittel, die man nicht ausgeben sollte, nämlich Mittel für Panzerglas, für extra Security in Jobcentern und noch mehr Überwachung, noch mehr Polizei und noch mehr Kameras und was weiß ich. Sondern diese ganze Kohle könnte man auch sinnvoller einsetzen, nämlich ja, gibt es die Möglichkeit, ein anderes System statt Hartz IV einzusetzen, oder? So ist das, ganz genau. Ich meine, noch mal kurz zurückblickend, es hat ja vor Hartz IV auch ein soziales System gegeben. Ne? Das war ja auch nicht auf Repressionen in dieser Art und Weise aufgebaut. Also kann es nach Hartz IV auch ein System geben, das nicht auf Repressionen aufgebaut ist. Ja, und ich glaube auch bei dem vorherigen System gab es auch keine Toten. Ne? Ja, mir ist es nicht bekannt. Und wenn mir vor 25 Jahren einer gesagt hätte, du liest in der Zeitung, dass in Deutschland Menschen verhungern, hätte ich gelacht. Ich dachte, aber spinnst bei uns doch nicht. Ja, ist mittlerweile Realität geworden. Und das ist einfach unfassbar. Ja, du hast ja selber darüber auch schon berichtet. Es gab zwei Fälle, glaube ich, in dem Bundesland, wo du ansässig bist, da unten, oder? Ja, Rheinland-Pfalz. Ja, einer hier in Speyer ist da wohl, ja, vor 4 oder 5 Jahren war das, ich kann den Termin nicht mehr genau einordnen, das ist ein junger Mann verhungert von 21 Jahren. Und jetzt ist ja wohl
Entschuldigung, eine Frau zu Tode gekommen. Da war erst die Medienberichterstattung so, dass sie wohl verhungert sei. Aber letztendlich sei sie wohl dann doch nach der Obduktion an einer anderen Krankheit verstorben und so weiter. Weiß man also nicht so ganz genau, wie das alles so läuft. Aber wie gesagt, es ist schlimm. Ne? Ja, es gab doch auch noch diesen Fall mit der, mit dieser Dachwohnung, wo mehrere Kinder auch umgekommen sind. Ja? Ja, da sind, genau, da sind Stromschulden aufgelaufen bei diesen Leuten und das war wohl im Saarland. Da gibt's diese Firma Saarlor Lux, heißen die, glaube ich, und so weiter. Die haben denen dann den Strom abgestellt, obwohl da Kinder im Haushalt lebten. Und ich, soweit ich weiß, darf man das gar nicht, den Strom abstellen, wenn Kleinkinder in einem Haushalt leben. Ja, dann hat man wohl den Strom abgestellt und diese Leute mussten sich natürlich behelfen, ein bisschen Licht zu haben. Und dann haben sie Kerzen natürlich angesteckt und da ist wohl eine Kerze umgefallen oder mehrere. Und dann ist diese Wohnung ausgebrannt und alle vier Kinder sind zu Tode gekommen. Ne? Ja, das ist tragisch, ne? Und Dingen, ja, oder? Sehr tragisch, sehr tragisch. Ja. Und ja, die Bürgermeisterin, glaube ich, von dieser Stadt da im Saarland ist da wohl auch im Aufsichtsrat dieser Saarlor Lux und so weiter. Und da sind ja immer solche Verknüpfungen drin und die haben alle nichts gewusst. Ne? Also das Jobcenter so hat in der Zeitung irgendwie gestanden, soweit ich das noch erinnere, hätte angeblich davon nichts gewusst und keiner hat was gewusst, einfach, dass da Stromschulden gewesen seien und ja, und dann ist es eben passiert. Ne? Es passiert dann halt. Ne? Jo. Und weißt du, der Sarkasmus einiger Leute, der ist schon sehr prägend, also auch in unseren Gruppen. Und da muss man manchmal echt schlucken. Da hat also eine Frau, die auch seit vielen Jahren gegen dieses Hartz-IV-System kämpft, geschrieben, also so Ironie an, ne, vorne dran, ne. Hartz IV wirkt, wieder ein paar Fresser weniger, ne. Ironie, klar, wieder raus, ja. Also das ist schon schlimm, ne. Ja, okay, also wir wollen ja heute auch mal eben, wie gesagt, nochmal darauf hinweisen, dass wir einerseits natürlich so ein verbrecherisches, kriminelles Konstrukt wie dieses Hartz IV, und das sind ja nicht nur die geschilderten Fälle von eben, sondern es geht auch um rechtliche Problematik, ja, und natürlich auch um die Frage, wird das als Instrument verwendet, um die Leute auch gegeneinander aufzuhetzen oder sogar vielleicht wirklich zu reduzieren als eine Art Eugenikprogramm. Wie auch immer, ja, es gibt alle Varianten, die man natürlich da beleuchten muss. Ich sehe es als ein kriminelles System, das auch eben, wie gesagt, eine ganze Reihe von kriminellen Handlungen zulässt. Denn die ganzen Leute, die jetzt da von diesem Hartz-IV-System leben, also Firmen oder konstruierte Firmen oder wie auch immer, oder ganze Organisationen bis hin zu kirchlichen Organisationen, die ja daran oder davon profitieren, da ist irgendwas oberfaul, das wissen wir auch, ne? Wenn da die Politiker und so, die haben ja immer die Taschen weit offen, ich sage das immer so, das ist meine Ansicht und das ist eigentlich auch nicht bestritten, dass da irgendwas faul ist. Aber wir wollen ja eben darauf hinweisen, dieses Ding muss eigentlich, nicht eigentlich, sondern muss weg. Ja, und es gibt auf jeden Fall dazu eine Lösung. Und wir werden die in der zweiten Stunde besprechen, damit wir dann auch genügend ausreichend Zeit haben. Da haben wir nämlich noch eine ganze Stunde, wo wir auch über Lösungen sprechen. Ja, und ich habe hier nämlich noch eine Meldung gerade reinbekommen, die ich noch gerne mit vorlesen möchte. Hier steht, hallo Detlef, hallo Michael, kleine Information. Wenn ein gewisser Herr Steinbrück keinen Mist baut und im nächsten Jahr neuer Geschäftsführer der Bananenrepublik Bundeskanzler wird, wird er als erster die Agenda 2020 einführen. Das heißt konkret geplante weitere Verschärfung der Sozialgesetze bzw. Aufhebung. Bis dahin ist die Bundeswehr des Inneren integriert, um natürlich aufgebrachte Menschen niederzuknüppeln oder noch mehr. Vorbereitungen sind schon am Laufen, indem als erstes die Medien Vorarbeit leisten, wie geschehen. Der Schmirgel, so nennt er, heißt Spiegel, ja, hat aufgerufen, man solle eine weitere Agenda, nämlich Agenda 2020, ins Leben rufen, um die sogenannten selbsterzeugte Krise, dieser Krise Herr zu werden. Hab noch eine Frage. Wer soll diese Hartz-IV-Gesetzgebung abschaffen? Oder besser gesagt, wer ist dazu legitimiert, das durchzusetzen zu können? Das ist eigentlich relativ einfach. In unserem System, das sich Demokratie nennt, gibt es alle vier Jahre Wahlen.
Ja, und wir haben nächstes Jahr auch eine Wahl, eine Bundestagswahl. Und ich kann nur jedem, der gegen dieses System ist, ja, und ein bisschen noch menschlich tickt, ja, und sagt, nee, also das geht gar nicht mit meinen Mitmenschen, der darf auf keinen Fall diese Parteien wählen, die also erst einmal, wenn ich das sagen darf, also ein Menschenbild haben, das höchst verachtend ist, also die auch in Deutschland so gut wie keine Rolle spielen. Und ja, pass natürlich auf, Michael, pass auf, lass uns das gleich nach der Pause weiter diskutieren, okay. Haben wir mehr Zeit. Bleibt okay. Also alle dran, es wird hochspannend okay. Hier mit dem Labarababa PF gleich in der zweiten Stunde und wir sind gleich wieder zurück. Hier ist der Detlef von Wake News Radio. Wir hören jetzt DJ Magic Maya, weil The Boiler Boys, Zimmer 4 hatte ich schon am Anfang gespielt, für diejenigen, die das erwarteten. Also DJ Magic Maya kommt jetzt. Das andere könnt ihr dann in der Wiederholung nochmal hören. Hier ist der Detlef von Wake News Radio. Bis gleich! We'll be right back.
Fake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mit der europäischen Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Ja, hier ist der Detlef vom Wake News Radio. Heute ist der 4. Oktober 2012 und wir sind in der zweiten Stunde unserer heutigen Sendung. Und zwar mit dem Titel, ja, der Tyrannei friedlich ein Ende setzen, Hartz IV muss weg. Und ich habe heute den Gast, Labarababa PF bei mir, den Michael, und wir diskutierten bereits schon in der ersten Stunde etliches darüber, über die Missstände von Hartz IV in der BRD, das übrigens ja alle Menschen wichtig ist zu hören, weil dieses System ist in der BRD als Testgebiet im Gange und soll eigentlich überall umgesetzt werden. Der Grundgedanke dabei, so scheint es, ist es, Tyrannei auszuüben, weil sehr viel, ja, Strafaktionen in den Gesetzen eingebaut sind, in den Gesetzen in Anführungszeichen, die möglicherweise ja auch so stellenweise oder größtenteils vielleicht sogar gegen das die eigenen Grundrechte, die im Grundgesetz festgelegt sind, der BRD, und gegen die Menschenrechte verstoßen, aber auch so vollkommen nicht nachvollziehbar sind, wenn man bedenkt, dass dort Jobcenter-Mitarbeiter, also Menschen wie du und ich eigentlich, über das Menschenleben eines anderen entscheiden können, indem sie beispielsweise eine 100%-Sanktion aussprechen, das heißt 100% des Minimalbeitrages, den man zum Überleben braucht, streichen können. Also allein das ist schon wahnsinnig und wahnwitzig. Und die Frage, die wir diskutierten auch am Anfang der ersten oder in der ersten Stunde, wie Menschen überhaupt auf den Gedanken kommen, so etwas tun zu können, das hat ja mit Menschlichkeit nicht viel zu tun. Und dass es dort schon brodelt und qualmt, das haben wir auch besprochen. Und wir hatten jetzt, bevor wir in die kleine musikalische Pause gingen, mit DJ Magic, Ipk hieß der Song übrigens, ja, YPK, ja, so ungefähr, hatten wir also nochmal eine Frage auch reinbekommen von einem Zuhörer, der uns gefragt hat, ja, wer denn, wenn man also Hartz IV muss weg sagen, ja, wer denn diese Hartz IV-Gesetzgebung abschaffen kann, oder wie gesagt, wer die Legitimation dazu hat, so etwas durchsetzen zu können. Und da haben wir dann schon angefangen, also der Michael hat dann schon angefangen, seine Sicht mal darzustellen. Und das lassen wir auch den Michael gleich mal aussprechen. Und wie gesagt hier, wir sprechen Ansichten aus. Das heißt, es gibt immer viele Wege, die nach Rom führen. Ne? Fühle, nicht? Führen. Ich habe natürlich auch meine Sichtweise dazu. In jedem Fall, denke ich mal, ist es wichtig, dass Menschen aktiv werden, nämlich wir und viele andere. Denn nur wir in der Masse und der Menge können etwas erreichen. Wir müssen solidarisch handeln. Und nur wenn wir dann selber aktiv werden, wird sich was ändern. Wir können das nicht delegieren, so wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben, an irgendwelche Politiker, die eh korrupt sind, und nur das durchsetzen, wozu sie den Auftrag bekommen haben, aber nicht eben von uns. So, und den Michael, haben wir den schon wieder drin? Bist du wieder da? Jo. Ah ja, klasse. Gut, super. Okay. Also, du hattest angefangen, da eine Antwort auszusprechen. Wiederhol's nochmal, ja. Soweit. Also ich ist ja klar. Also wir haben das Gesetzgeber ist immer das Parlament. Also wenn natürlich über Einflüsse, die du gesprochen hast, möchte ich jetzt nicht sprechen, sondern das Parlament macht die Gesetze. So, und ja, dann muss man eben bei der nächsten Wahl nächstes Jahr da alle, die sich alle Online-Aktivisten und so weiter, die vielleicht nicht wählen gegangen sind und die Nichtwähler, Protestler und so weiter, die müssen halt zur Wahl gehen und müssen ihr Kreuz dort machen bei einer Partei, die Hartz IV abschaffen will und gegebenenfalls durch ein Grundeinkommen und so weiter zu ersetzen. Und das sind sicher nicht diese etablierten Leute. Ja. Und dann würde ich gerne mal sehen, was passiert, wenn sich das mal ändert, wenn sich diese Mehrheiten im Bundestag nächstes Jahr so ändern würden, dass diese Leute, die uns diesen Neoliberalismus sozusagen eingebrockt haben und nicht Arbeitslosigkeit bekämpfen, sondern Arbeitslose, ja, wenn die mal nicht mehr
ja, die Macht ausüben können, sondern einfach Leute die Macht ausüben dürfen, die sagen, so können wir mit unseren Mitmenschen nicht umgehen. Ne? Also, nächstes Jahr, wählt nicht die, die euch das eingebrockt haben. Ja? Ganz einfach. Ja. Ja, gut, das ist deine Ansicht und es gibt natürlich eine ganze Menge Leute, die das auch so sehen. Aber es gibt natürlich auch einige Leute, die sagen, wie zum Beispiel vom Bundesverfassungsgericht selbst gesagt, dass die Regierung gar nicht konstitutionell tätig ist, also auch der Bundestag nicht. Okay, das spielt ja keine Rolle. Spielt ja keine Rolle. Ja. Die machen trotzdem, du musst ja in dem System leben. Die Gesetze sind ja vorhanden. Ob du jetzt dagegen bist, da sagst, es gibt's nicht oder das ist nicht richtig oder wir haben keine Verfassung. Du kannst ja alles sagen. Nur ist kein, das Problem ist eben das, du musst dich mit dem auseinandersetzen, was ist. Und wenn das eben so ist, wie es ist, dann muss man auch das so machen, damit es eben wegkommt innerhalb dieses Systems. Ja, ganz einfach. Ja, ja, das ist eben halt eine Antwort auf die Frage des Zuhörers. Das heißt, wenn man im System sich bewegt und wenn man im System was ändern will, gibt es nur den Weg des Systems. Das ist deine Sichtweise und das kann man durchaus vertreten. Das heißt, Allianzen zu schaffen, auch mit etablierten systemorganisatorischen Einheiten. Ja? Bleibt ja nichts übrig, was willst du denn machen? Wir wollen das ja friedlich machen und friedlich geht es nur so. Hm? Ja, also für mich steht immer im Vordergrund, unabhängig jetzt mal von Politik, weil Politik ist eigentlich nicht das, wo ich mich engagiere, also Parteipolitik meine ich. Ja, ich das habe ich auch nicht, ich habe ja keine Partei genannt. Ich habe nur gesagt, es wichtig ist, dass sie dann eben ihr Kreuz bei der Wahl machen, bei den Parteien, die eben dieses Hartz IV nicht haben wollen. Und da gibt es schon die eine oder andere. Ja, vielleicht ist es, ja, du hast recht, da können wir ja auch gleich im Laufe dieser Stunde auch noch drauf eingehen. Ja, ich habe auch nichts dagegen, dass man mal eine Partei nennt, das ist überhaupt nicht der Punkt, aber was ich eben sagen wollte, ich will jetzt nicht irgendeine Parteipolitik unterstützen oder so, das mache ich eben nicht. Für mich steht im Vordergrund, Michael, dass wir so viele Leute wie möglich überhaupt mal an das Problem heranführen, ein Bewusstsein dafür erzeugen und denen klar machen, es muss eine Handlung her. Ja. Das war nur meine Antwort auf die Frage des Das ist richtig. Zuhörer. Das ist klar. So. Eben. Gut. Jetzt lass uns doch mal einsteigen. Was wird eigentlich jetzt, du hast ja schon eine ganze Menge Kenntnis, in der Schweiz wird ja auch schon viel über Grundeinkommen gesprochen beispielsweise, aber auch in der BRD. Was sind da so deine Eindrücke, was sind Möglichkeiten, was könnte man tun? Bei allen Nachteilen, die man über das Grundeinkommen sagen kann, ist eine Sache zentral wichtig und richtig bei einem Grundeinkommen. Wenn man ein Grundeinkommen hat, braucht man kein Panzerglas mehr in irgendwelchen Jobcentern. Man braucht keine Sicherheitsdienste mehr in irgendwelchen Jobcentern. Ja, man braucht keine Sanktionen mehr zu befürchten von irgendwelchen Sachbearbeiterinnen. Man braucht keine unsinnigen Maßnahmen anzunehmen von irgendwelchen Maßnahmeträgern, die einen irgendwie Rotkäppchen vorlesen lassen oder 50-Euro-Scheine Spielgeld zählen lassen und so weiter. Das heißt, das Grundeinkommen ist zwar im System, ist richtig, aber es befreit vom Zwang zur Arbeit. So soll es sein. Es muss so hoch sein, dass es vom Zwang zur Arbeit befreit, dass der Mensch selbst und frei entscheiden kann, was tue ich mit meinem Grundeinkommen. Das heißt, der ganze Machtapparat, den man den Arbeitslosen übergestülpt hat mit allen Sanktionen und allem Druck und was man da so alles veranstaltet, fällt einfach weg. Ja. Und das ist das Wichtigste am Grundeinkommen für mich im Moment überhaupt. Ja, vor allen Dingen ist natürlich die Überlegung, und wenn wir zum Beispiel jetzt über Summen sprechen, wie hoch das jetzt sein sollte, muss man das immer in Relation setzen. Nicht? 1.000 Euro als Beispiel sind nur so viel wert, wie jetzt gerade im Moment 1.000 Euro kaufen können. Ja, wenn das inflationiert wird, ist 1.000 Euro vielleicht gar nichts mehr wert und man muss dann 2.000 Euro ansetzen. Also das ist immer nur eine Relationsgröße. Aber wie groß müsste denn so ein Grundeinkommen in etwa sein nach den heutigen Bemessungsgrundlagen? Also ich will mal so sagen, die Pfändungsfreigrenze, glaube ich, bei einem für einen alleinstehenden Menschen in Deutschland ist, glaube ich, 1098 Euro oder 28 oder 38, sowas, ja. Also darunter darf nicht gepfändet werden. Und das wäre ja schon mal ein Ansatz, wo man sagt, okay, da hat jemand, sagen wir mal, 1000 oder 1100 Euro, die bekommt er Monat für Monat
ohne Bedürftigkeitsprüfung und ohne Bedingungen ausgezahlt. Und die Krankenkasse, die man braucht, man muss ja noch krankenversichert sein, die ist bereits abgezogen. Das heißt, der bekommt das Geld netto. Ne? Ja. Also so viel muss es schon ungefähr sein. Es gibt Leute, die sagen, es können auch 1500 Euro sein, weil die Summe, also es ist ja so, das Geld, was da ausgezahlt wird, das läuft ja wieder den Wirtschaftskreislauf zurück. Das heißt, das wird konsumiert und so weiter und so fort. Das heißt, man kann das heute schon ganz locker machen. Die ganzen Sozialausgaben hat man mal ausgerechnet. Irgendwie letztes Jahr hat, glaube ich, der Herr Schäuble mal was von 800 Milliarden irgendwie insgesamt gesagt. Und das Grundeinkommen dürfte auch nicht mehr sein, wenn überhaupt viel mehr. Das heißt, es ist nur eine Frage, wie schaue ich den Menschen an? Ne? Also nehme ich den Zwang heraus oder nicht? Ja. Ja gut, und ich meine, auch kann man natürlich solche Sachen ändern, wie die Pfändungsbemessungsgrundlage, die kann man ja auch nach oben setzen. Ne? Also unbedingt, ja. Ja, ich meine, man muss dann das ganzheitlich anschauen und nicht nur an kleinen Teilfragmenten herumdoktern. Also wenn eine Partei sich da engagieren will, ja. Wir sprechen ja auch über einige gleich, die das auch schon tun oder sich dafür einsetzen. Also wenn die sich damit beschäftigen, dann sollten sie ein bisschen mehr tun, als nur ein Grundeinkommen nachzudenken, sondern auch so Pfändungsgeschichtchen und so. Alle, das muss alles damit hineinfließen, oder? Ich denke schon, dass sich das ja auch dann ändert. Es muss ja erstmal angefangen werden. Und ich kann ja jedem nur sagen, setzt euch ein dafür, dass der Zwang aus eurem Leben heraus verschwindet und der kann jetzt erst einmal im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Sinne sein, dass man sich für ein Grundeinkommen engagiert. Was nach dem Grundeinkommen kommt, ist wieder etwas anderes, ja. Ob man da Eigentumsfragen stellen muss oder irgendwas, spielt alles keine Rolle. Aber wichtig ist erst einmal zentral, dass der Mensch menschenwürdig leben kann und zwar ohne Bedingungen, ohne Strafen und so weiter. Und das kann man eben nur mit einem Grundeinkommen, das bedingungslos ausgezahlt wird. Ja, das ist zum Beispiel eine klasse Idee. Was könnte man da alles auch an Positiven erreichen, wenn zum Beispiel die Leute, die jetzt beim Jobcenter arbeiten und eigentlich nur für Kontrollen und für Sanktionen zuständig sind, wenn man das mal so ein bisschen vereinfacht, was könnte man da Tolles draus machen, wenn die dann endlich auch mal was tun könnten, was ihnen Spaß macht, oder? Naja, im Grundeinkommen ist ja, also es ist ja so, wenn man das mal von vorne aufrollt, der Mensch ist ja an sich produktiv, ja, und überhaupt nicht faul, was immer so behauptet wird, auch von manchen Politikern, was du ja vorgelesen hast, Faulheit, gibt kein Recht auf Faulheit und so ein Kram. Ne? Also das ist ganz einfach, wenn wir beide faul wären, ne, dann würden wir nicht miteinander reden. Und die draußen, die vorm Radio sitzen und uns zuhören, wenn die uns nicht zuhören, also die sind ja auch nicht faul, ne? Die machen ja gerade was, also sind sie produktiv. Wir machen hier was ganz Produktives. Also ist der Produktivitätsbegriff neu zu definieren und auch der Arbeitsbegriff, weil alles ist ja Arbeit. Ne? Auch kleine Kinder den Popo sauber machen und diese ganzen Geschichten, die gehören ja alle dazu. Das ist doch Arbeit und es muss bezahlt werden. Und im Grundeinkommen kann man das bezahlen und da sind diese Arbeiten mit abgedeckt. Wenn man auch bei die Frau Meier mal, weil sie schon 80 ist, was mit einkauft oder wenn man beim Nachbarn mal die Steine aufliest oder den Mülleimer wegtut, das sind alles so Grundeinkommensaspekte, ne? Ja, und ich meine, solange wir eben in einem Bezahlsystem arbeiten, natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Viele denken klar. Jetzt, ja, aber wieso brauchen wir überhaupt ein Bezahlsystem? Okay, ja. Das sind weiterführende Gedanken, die heute nicht als Schwerpunkt unserer Sendung dienen, sondern wir wollen über Möglichkeiten sprechen, die in bestehenden Systemen da sind, um ein menschenwürdigeres Leben zu ermöglichen. Ist das richtig? So ist es. Und die könnten das ohne weiteres machen. Die Politiker könnten das ohne weiteres machen. Das ist nur, also man kann jederzeit über einen, wenn da mal einer den Gedanken fasst und den Mut fasst von den etablierten Parteien, die uns gerade im Moment regieren und sagen, hey, das können wir nicht mehr machen, lass uns mal das mit dem Grundeinkommen probieren. Beispielsweise, warum geht man nicht hin und nimmt mal ein, warum ist ein Bürgermeister mal nicht mutig und sagt, so, jetzt nehme ich mal alle Hartz-IV-Bezieherinnen und Hartz-IV-Bezieher in meiner Stadt aus diesem Sanktionssystem heraus und zahle denen mal in einem Versuch über ein Jahr ein Grundeinkommen. Ja, also noch nicht mal das wird probiert, weil man einfach nicht das denken kann. Ja, ne? Was, ja, man was, hat,
Man hat den Eindruck, dass es, dass die alle zentral gesteuert sind irgendwoher, ne? Nein, das ist einfach eine Mentalitätsfrage oder eine gesellschaftspolitische Frage, weil man den Menschen immer, schau mal, Detlef, und ich möchte mal deutlich sagen, man hat ja die Technisierung immer weiter fortschreiten lassen. Das heißt, dass also immer mehr Maschinenarbeit Menschenarbeit ersetzt. Und jetzt machen wir ein Problem daraus, dass wir die Maschinen haben, die uns das die Arbeit abnehmen, ja, das ist doch absoluter, wie sagt man, das ist völlig grotesk. Zuerst treibt man die Technisierung nach vorn und setzt somit Arbeitsplätze frei und jetzt macht man ein Problem daraus, dass diese Leute freigesetzt sind. Das heißt, wir müssen doch heute sehen, dass wir so viel Arbeitsteilung haben in der Gesellschaft und so weiter und dass wir nie wieder eine Vollbeschäftigung erreichen werden, auch wenn das viele glauben. Aber ich bin der Meinung, es wird nicht mehr kommen. Aber, und jetzt kommt's, mit einem bedingungslosen Grundeinkommen hätte man sofort wieder Vollbeschäftigung. Ja, ich meine, das Problem ist natürlich auch international durch die Globalisierung. Sind natürlich die Interessen derjenigen, die die Produktionsmittel haben, also diejenigen, die also diese Maschinen haben, um sie einsetzen für was weiß ich, für Produktionen, die sind jetzt ja auch aus diesem Land herausgegangen, ja, wo sie eben groß geworden sind und haben verlagert in sogenannte Billiglohnländer, wie zum Beispiel China oder wo auch immer, um dort eben zu produzieren und wir sollen das jetzt hier einkaufen. Ja, aber auch daher muss ja auch eine Umverteilung kommen. Wenn die schon global tätig sind, dann muss das auch global verteilt werden. Oder? Das ist ja die letzte Konsequenz, die man sehen muss, wenn man das Grundeinkommen denkt. Natürlich muss das weltweit sein. Aber es muss ja mal jemand anfangen. Ja, und gerade in unserer Gesellschaft, die so reich ist, ne, jemandem etwas zuzutrauen, zu sagen, ja, lass den frei, gib dem Geld, dass er sich ein paar Socken kaufen kann und sich die Zähne machen lassen kann und dass er kauft da vielleicht einen alten Hanomag oder was, macht einen Getränkehandel auf und so weiter. Wenn man diese Handschellen, diesen Zwang herausnimmt aus diesem System gegenüber Menschen, diese Repressionen, dann ist das Maß an persönlicher Freiheit so groß geworden, dass man endlich mal das tun kann, was man nach seinen Möglichkeiten tut, was man gerne tun kann. Ja, oder was man gerne tut, ja, was auch Sinn macht. Ich kann einen Job machen, der mich erfüllt, ja, der Sinn macht. Ich muss nicht einfach irgendwie Bäcker sein, um mein Brötchen zu verdienen, sondern ich kann eben in einem anderen Beruf, den ich schon immer ergreifen wollte, tätig sein. Und das erfüllt mich ja auch, ja. Und das wird einem verwehrt in diesem System. Ja, es kommt hier auch gerade noch von jemandem eine Anmerkung rein. Hi Detlef, wäre Reden und Debattieren keine Arbeit, wofür kriegen dann Politiker und Bankster / Manager so viel Kohle? Also es scheint irgendeine akzeptierte Arbeit zu sein, zu reden und zu debattieren. Also das, was wir machen, müssten wir schwer bezahlt bekommen. Ne? So sehe ich das auch, ja. Das ist klar, ist ein Grundeinkommensaspekt, ja. Und wie gesagt, das ist wirklich total mal wirklich in die Gesellschaft hinein als Kulturimpuls, wie sie immer sagen. Was machen wir? Hartz IV ist ja, hat es ja auch schon jemand gesagt, offener Strafvollzug. Und diesen offenen Strafvollzug, den kann man nur begegnen und abschaffen, indem man den Zwang herausnimmt. Also entweder Sanktionen. Ja, wir haben jetzt dich ein bisschen hier abgebrochen, Michael. Weiß nicht, ob da ein Verbindungsproblem ist. Ist das so? Oder sprichst du noch mal bitte? Ja, ich habe ihn irgendwie verloren. Wir versuchen es gleich noch mal zu verbinden. Bleibt mal alle dran. Ich mache mal eine ganz kurze kleine Unterbrechung. Also bis gleich. Hallo, Detlef. Take it as it is.
as it is, take it as it is. So, jetzt sind wir wieder da. Wir hatten eine ganz kurze Unterbrechung hier. Hatte schnell was eingespielt. Irgendwie gab es ein Verbindungsproblem. Aber der Michael ist jetzt wieder da, stimmt's? Jawohl, ich bin wieder da. Ja, da hast du wohl irgendjemand auf die Zehen getreten und der hat dann schnell zurückgetreten auf die Leitung. Die Technik hat uns wieder Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, also, so ein Grundeinkommen nochmal, also, muss man mal weiterdenken, ja. Stell dir mal vor, jetzt kriegt jeder so ein Grundeinkommen. Natürlich werden jetzt viele aufschreien, was, der Ackermann soll auch eins kriegen, ja, scheiße, ne. Aber das Grundeinkommen wächst ja, sagen wir mal, in das bestehende Gehalt mit hinein. Aber es ist ja auch, geht auch um das Solidarische. Aber jetzt stell dir mal vor, jetzt kriegt jeder ein Grundeinkommen. Dann kann doch jeder dem anderen auf gleicher Augenhöhe begegnen. Ja, das ist richtig. Und eben, wie gesagt, man muss Kompensation finden und was weiß ich. Aber das ist ja gar nicht unbedingt jetzt die Aufgabe von uns, das zu erläutern, wie das umgesetzt werden könnte. Es geht einfach um den Grundgedanken für ein Grundeinkommen, eben die Wiederherstellung der menschlichen Basis, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ein Grundeinkommen würde sowieso den Artikel 1 des Grundgesetzes ganz klar bedienen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Darum geht es. Es geht darum, den Menschen ihre Würde wieder zurückzugeben. Was im Hartz-IV-System passiert ist, dass die Leute ihre Würde verlieren, immer mehr verlieren. Und so kann man mit einem bedingungslosen Grundeinkommen das alles wiederherstellen. Ja? Den Menschen freizulassen von irgendwelchen Zwängen und von irgendwelchen Sanktionen. Ich sage immer, gebt den Leuten Geld, damit sie tätig werden können, damit sie was machen können. Da gibt's Leute, die sagen, ich gehe dann dreimal in der Woche, gehe ich ins Tierheim und kümmere mich um Tiere. Der Nächste sagt, was weiß ich fange an zu malen, zum Glück, ich kann endlich mein Talent umsetzen. Die ganzen Künstler könnten, die heute am Hungertuch nagen, viele, die könnten weiter ihren Job machen und so weiter. Da gibt's auch ganz, ganz viele Beispiele. Oder die Rentnerinnen und Rentner, die jetzt Kleinstrenten bekommen, die von 500 Euro leben oder was, ist völlig absurd, ja, die bräuchten nicht mehr da irgendwie aufs Sozialamt und die viele machen das ja auch gar nicht, auch da geht es wieder um die Würde, ne? Das ist wirklich eine Frage dessen, der Verteilung und wie man es verteilt und wenn man es verteilt, sollte man es meiner Meinung nach über ein Grundeinkommen verteilen ohne Bedingungen, weil das macht den Menschen frei, ja. Richtig, und hier haben wir wieder die Verteilungsfrage und das ist ja auch immer häufig Sinn und Inhalt meiner Sendung, dass ich eben der Ansicht bin, dass es nur eine ganz kleine Gruppe schwer Reicher gibt, die eigentlich alles nur für sich haben wollen und die anderen als Sklaven ansehen. Ja, ich sag's jetzt mal so schwarz-weiß. Ja. Und das kann aber ja nicht im Sinne der Übung sein, weil wenn wir schon eine Regierung haben in irgendeinem Staat, das geht ja auch nicht nur um die BRD, das ist ja nicht weltweit so, dann müssen die ja eigentlich für ihre Chefs arbeiten. Die Chefs sind wir, ne? Das Volk, oder? So ist das, ja, ganz genau. Und wenn man sich mal, nochmal, wenn die, es gibt ja Millionäre in Deutschland, die sagen, sie möchten gerne Vermögensteuer zahlen oder irgendwas, die erkannt haben, dass sie lieber ein paar Euro mehr abgeben und dafür die Infrastruktur in Ordnung ist und die Menschen, dass die Kriminalität nicht mehr steigt und so weiter. Das haben die ja begriffen, deswegen wollen die ein bisschen mehr geben. Und wenn das so weitergeht, wird sowieso eine Umverteilung stattfinden müssen von oben nach unten. Es wird gar nicht anders gehen, weil wenn das mit dieser Schuldenkrise oder wie sie das alles nennen so weitergeht, dann wird auch die Bundesrepublik Deutschland davon nicht verschont bleiben. Und irgendwann, wenn die nicht wollen, sage ich mal, dass es so wird wie in Griechenland oder in Spanien oder was, dass das ganze Land brennt, wenn irgendwie sagen wir mal, was zusammenbricht, müssen sie von oben nach unten verteilen. Das geht gar nicht anders. Ja. Und so. Michael, hast du schon mal Monopoly gespielt? Ja, na klar. Hast du schon mal gewonnen? Ja, schon. Ich weiß jetzt nicht, was du mich fragen willst. Ja, ich meine, wenn einer gewinnt, ist das Spiel zu Ende. So ist es, ja. Ja, genau. Man könnte das Spiel nur wieder starten, wenn derjenige, der gewonnen hat, von seinem Reichtum den anderen Spielern was zurückgibt. So ist das. Oder? Also,
So ist das. Also deswegen ist es wichtig, dass Sie jetzt das machen, dass Sie jetzt die Leute mit einem Grundeinkommen ausstatten, damit die Produktivität wieder steigt. Das ist ja auch wichtig. Sobald ein Grundeinkommen eingeführt worden ist, könnte man ja theoretisch sagen, es gibt ja im Grunde genommen auch keine Schwarzarbeit mehr, was Sie immer anprangern und so weiter. Also das Grundeinkommen ohne Bedingungen ist das könnte oder würde alle großen Wunden, die es in der Gesellschaft gibt, mit einem Schlag heilen. Ja, und wahrscheinlich auch die Probleme der ganzen Welt lösen, wenn man es so organisierte. Absolut, da gab es ja dieses Grundeinkommen, diesen Versuch in Namibia, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, weißt du, und da haben sie in einem Dorf, mir fällt jetzt der Name nicht ein, haben sie also Leute mit einem Grundeinkommen 2 Jahre lang unterstützt und da hättest du mal sehen sollen, was da los war, ja, da haben sich die Frauen Nähmaschinen gekauft und haben angefangen zu produzieren und so weiter und so fort und nichts hier mit Geld genommen und versoffen oder so, nee, die wurden produktiv, ja, und genau das ist der Punkt. Man muss den Menschen freilassen, damit er produktiv werden kann und nicht zwingen, etwas zu tun und ihn mit Strafen zu belegen, was ihm überhaupt nicht, sagen wir mal, was völlig absurd ist. Ja. Ah, da kommen wir eben auf diesen Punkt, den ich sehr häufig in meinen Sendungen behandle, Freiheit oder Sklaverei. Nicht? Es scheint irgendeine Gruppierung zu geben, die nicht wollen, dass die Menschen frei agieren können, oder? Da spielen viele Sachen eine Rolle. Das Verbände zum Beispiel, ja. Es gibt ja in der Schweiz die Gewerkschaft SINA, das weißt du. Das ist die zweitgrößte Gewerkschaft in der Schweiz. Und die haben sich mit ihren Mitgliedern beraten, also mit Maurern, mit Malern, mit Verkäuferinnen und so weiter. Und sind dazu gekommen, über viele Diskussionen hinweg, das bedingungslose Grundeinkommen zu unterstützen. Eine Gewerkschaft macht es, ja. Die haben begriffen, dass jeder Mensch so leben soll, wie er es gerne hätte, ja. Und wenn ein Grundeinkommen da ist, sozusagen, wäre ja auch dann eine Art von Vollbeschäftigung, wenn man es mal zu Ende denkt. Und das haben die begriffen. Nur, hier in Deutschland ist es so, viele Gewerkschaften wollen natürlich, haben noch dieses alte Denken mit Arbeit, Händelohn und so weiter und so fort, obwohl gar nicht mehr genug Arbeit da ist. Die würden sich auch besser mal dazu durchringen, das bedingungslose Grundeinkommen zu unterstützen. Ja, weil so, dann kommen sie auch ihrem Auftrag nach. Ja, vor allen Dingen eben, wie gesagt, was du schon richtig sagst, die Qualität von Arbeit oder die Definition von Arbeit muss ja auch neu vorgenommen werden, also produktive Arbeit meine ich, bezahlte Arbeit, weil eben wie du sagtest, allein Menschlichkeit, der Aufwand für die Umsetzung von Menschlichkeit ist ja schon Arbeit, allein sich um Nachbarn zu kümmern, um Kinder zu kümmern, ich denke an die vielen Frauen, die ja eigentlich auch früher immer natürlich primär, wenn sie Kinder hatten, sich auch um die Kinder kümmern mussten, die dann aber auch abgezogen wurden, zum Beispiel in Kriegszeiten, um Munition herzustellen und solche Sachen. Ne? Ja. Völliger Unsinn. Also lieber Geld für Zerstörung aufzuwenden, statt für das Wohlergehen eines Volkes. Das ist ja sowieso der größte Unsinn und Irrsinn, der ja heute stattfindet mit diesem sich anbahnenden Dritten Weltkrieg, oder? Ja, das hast du gut gesagt. Ja gut, der Dritte Weltkrieg, ob es den geben wird und wenn es ihn gibt, wie er aussieht, das wissen wir alle nicht. Aber eins ist ganz klar, du hast vollkommen recht mit dem, was du vorher gesagt hast. Also stell dir vor, Grundeinkommen, da kann auch mal der Mann sozusagen ohne sich von anderen sagen lassen zu müssen, hey, gehst du daheim die Kinder pflegen, was bist du für einer, was das so alles noch für Vorurteile sind, da bleibt er halt einfach zu Hause, Ende der Durchsage, ja, hat ja ein Grundeinkommen, kann er ja. Oder was weiß ich, wenn du sagst, das ist ja auch ein Argument gegen das Grundeinkommen, dass dann keiner mehr arbeiten würde, ne? Da gibt ja die Gegner, die sagen dann, ja, dann arbeitet ja keiner mehr. Und wenn man sie fragt, ja, und du, würdest du arbeiten? Na klar, ich schon. Ja, das heißt also, sie selbst, die Gegner vom Grundeinkommen, die sagen, also ich arbeite auf jeden Fall, aber der andere natürlich nicht. Da siehst du mal, wie groß diese Diskrepanz im Denken ist. Einmal haben sie ein Menschenbild von sich selber, dem sie alles Gute zutrauen und dann praktisch von dem Mitmenschen gegenüber, dem sie alles nur erdenklich Schlechte zutrauen. Ja? Und dazwischen, da ist so irgendwie was nicht ganz richtig, ne? Finde ich. Ja? Und man muss ja überlegen, von 1.000 Euro, ja, da kannst du nicht in Urlaub fahren im Jahr zweimal
Oder du kannst nicht irgendwie hier dir, was weiß ich, eine fette Karre vors Haus stellen oder ein Haus bauen, schon gar nicht. Das heißt, wenn du, der Mensch, der will ja immer tätig sein, der will ein Häusel haben oder will in Urlaub fahren oder fliegen oder weiß der Teufel was oder dreimal in der Woche ins Schwimmbad oder das geht natürlich mit einem Grundeinkommen nicht. Also wird er arbeiten, ist doch ganz logisch, ja. Ja, das ist richtig. Und ich meine, letztendlich müssen wir ja sagen, als Fazit, ja, Hartz IV läuft ja schon eine ganze Weile, dass dieses Experiment, dieser Test Hartz IV in der Bundesrepublik Deutschland komplett daneben gegangen ist. Also das ist ein vollkommener Reinfall. Ja, also auch für alle, also so hat sogar Menschenleben gekostet. Jetzt wäre es eigentlich an der Zeit, einen anderen Test, einen neuen Test zu starten, nämlich das Grundeinkommen, um zu sehen, wie das denn läuft, was man alles einsparen kann, was man alles verbessern kann. Und mit einem Grundeinkommen sind wahrscheinlich Todesopfer nicht so ohne weiteres möglich. Oder wie siehst du das? So ist es ja, vor allen Dingen auch die psychischen schweren Dinge, mit denen man, die man mit sich herumschleppen muss, wenn man als Bittsteller, man ist ja heute Kunde bei den Argen, man kommt dahin, die bezeichnen einen als Kunde und nicht als einen Bürger mit einem Grundrecht auf eine soziale Leistung, sondern ist man Kunde. Alleine das ist schon eine Verhöhnung des Menschen. Und man muss da nicht hin und muss sich sanktionieren lassen oder sonst was. Man ist nicht fremdbestimmt, sondern bestimmt selbst, was man tut, ja. Wie man arbeitet, wo man arbeitet, was man arbeitet. Und da müssen sich halt auch die Arbeitgeber mehr anstrengen. Die müssen sagen, okay, ich muss meinen Arbeitsplatz so, attraktiv machen, dass da auch einer kommt. Das ist ja ganz wichtig, ne? Ja, absolut, ja, genau. Ja. Und das eigentlich belohnen, ne? Wenn man sich für jemanden anderen engagiert und seine Zeit dafür aufwendet, oder? Ganz genau, da wird sich die Gesellschaft auch im wirtschaftlichen Sinne, was die Unternehmerschaft betrifft, völlig ändern müssen, weil da gehst du irgendwo hin in eine Fabrik, da nehmen sie Farben, machen sie Farben oder was, sagst du zu dem Chef, ja, ich würde ja schon bei dir arbeiten, aber lass mal gucken, wie es da bei dir aussieht, ne? Und dann guckst du da irgendwie, wie es da aussieht, merkst da, der hat einen Haufen Gift da rumstehen, sagt er, kannst du dem sagen, nö, wenn du das da bereinigt hast mit dem Gift und wenn das alles in Ordnung ist, dann komme ich zu dir zum Arbeiten, aber jetzt nicht. Das heißt, nur wer frei ist, kann verzichten, ne? Und verzichten kann man, ja, und ein Grundeinkommen ermöglicht einem dazu, verzichten zu können, ne? Und das ist doch toll. Ja, vor allen Dingen, was könnte man da für eine Welt erschaffen, ne, mit diesem Denken? Also selbstverständlich. Jetzt ist natürlich eine Frage, die sich alle stellen. Es beschäftigen sich einige Gruppen auch in der Bundesrepublik Deutschland schon damit, mit dem Grundeinkommen. Ja. Kannst du da so ein bisschen von deinen Erfahrungen berichten, mit wem du schon mal Kontakt hattest, wo du schon mal reingeschaut hast? Oder? Ja gut, ich habe früher viel in Foren geschrieben zum bedingungslosen Grundeinkommen, unter anderem auch beim Götz Werner in dem Forum, bevor es auseinandergeflogen ist. Und ich kenne ja den Ralf Böß ein bisschen nur. Wir haben einmal telefoniert oder zweimal, weiß nicht mehr. Und hat mich damals bei meinem Hungerstreik, bei meinem politischen Hungerstreik unterstützt gegen das Jobcenter. Und es gibt viele Grundeinkommensgruppen und Kanäle auf YouTube, ja, wo Leute sich mit dem bedingungslosen Grundeinkommen auseinandersetzen und auch da ihre Gedanken dazu äußern. Da gibt es einige richtig gute Leute. Und Also, ja, das sind ja überwiegend natürlich private. Ja, gut, achso, du meinst Parteien. Oder? Ja, du meinst, ja. Also gut. Ja. Die Linken zum Beispiel hier in der Bundesrepublik Deutschland, die haben eine Bundesarbeitsgemeinschaft Grundeinkommen. Und es ist zwar in den Linken noch nicht so mehrheitsfähig, dass man es ins Programm aufgenommen hat, aber es gibt die Katja Kipping wohl, das ist ja diese neue Vorsitzende, und die ist eine Grundeinkommensbefürworterin. Die hat das immer wieder gesagt, dass sie für ein Grundeinkommen ist. Die findet man auch oft in Grundeinkommensdiskussionen mit anderen auf Symposien und so weiter, wo sie sich über das Grundeinkommen unterhalten. Und also die Linken auf jeden Fall haben da eine Bundesarbeitsgemeinschaft. Es geht ja immer um die Finanzierung auch. Der eine sagt, man finanziert so, der andere so. Aber wenn das Grundeinkommen da ist, dann lässt es sich auch finanzieren. Das wird man dann sehen. Die Piraten haben sich das wohl in ihr Programm geschrieben. Und
Da ist also auch diese Partei, die, die dieses Grundeinkommen befürwortet. Es gab in der CDU einen Mann, der hat, das ist so ein ehemaliger Ministerpräsident, denn aus dem Osten, mir fällt gerade sein Name nicht ein, ist immer schwer für mich, mir CDU-Namen zu merken. der hat also ein solidarisches Bürgergeld, meine ich mal, angedacht, aber das war zu, oder irgend so was Ähnliches, das war aber zu wenig, um davon leben zu können, sondern es hätte den Zwang zur Arbeit nur noch verstärkt. Bei den Grünen gibt es bei der jüngeren grünen Generation viele Leute, die für ein bedingungsloses Grundeinkommen sind und es auch auf Parteitagen und so weiter zum Ausdruck bringen. Da gibt es auch Arbeitsgruppen und ATTAC zum Beispiel befürwortet ein bedingungsloses Grundeinkommen. Also es gibt ganz, ganz viele Bewegungen und auch in Parteien gibt es Bewegungen innerhalb der Parteien, die also an diesem Grundeinkommen etwas gefunden haben, was sie glauben zu sehen, was man eigentlich mit dem Grundeinkommen erreichen kann. Also deswegen, wie gesagt, bei der nächsten Wahl das Kreuzchen machen bei denen, die ein Grundeinkommen diskutieren wollen und auch einführen wollen. Ja. Klar, also wie gesagt, das ist, ich tue mich immer ein bisschen schwer mit der Empfehlung, also ich, ja, du, Michael, das alles. Ich kann das. Ja. aber ich bin da ein bisschen vorsichtiger, weil aus dem einfachen Grund, weil erstens das alles auch noch ein bisschen sehr unklar ist, ja. Und auf der anderen Seite, ich als das politische System, was derzeit vorherrscht, insofern immer mit kritischen Augen sehe, weil in der Regel auch das, was vor der Wahl versprochen wird, nach der Wahl nicht mehr gilt. Ja, das ist klar. Das ist die eine Erfahrung. Und die andere ist, dass wenn es auch eine Partei gibt, die man deswegen wählt, wegen ihres Programms, egal was es jetzt ist, nachher dann koalieren muss, um zum Beispiel in eine Regierung zu kommen und in dieser Koalition dann wieder alles verwässert oder vielleicht sogar nicht umgesetzt werden kann. Ja, aber trotz alledem ist es doch ein Versuch wert. Ne? Also wenn wir gar keine Hoffnung haben und gar kein, wenn wir nur sagen, also nee, das wird eh nichts, weil du hast ja schon recht in dem, was du sagst. Das ist ja keine Frage, aber man soll einfach nicht so ein bisschen die Hoffnung verlieren, man könne das nicht vielleicht doch durchsetzen. Und wenn es ist ja klar, je mehr Leute in der Gesellschaft das Grundeinkommen denken können und es auch wollen, desto mehr muss die politische Klasse, die uns sozusagen beherrscht, wie du immer sagst, daran muss die was tun. Also wenn das Grundeinkommen gesellschaftlich mehrheitsfähig ist, dann muss die Politik reagieren. Da bleibt ihnen gar nichts übrig. Das heißt, auch wenn der konservative Bauer bei uns hier irgendwo auf dem Land, der mit eigentlich Politik gar nichts am Hut hat, der jedes Jahr sein Kreuzchen bei denen macht, wo er es schon immer macht, überzeugt davon ist, hallo, ein Grundeinkommen, gar nicht schlecht, hey Mann, da kann ich ja schon gleich mal Futter kaufen oder weiß der Teufel, ja, und das will ich. Und dann muss die politische Klasse sich darauf einlassen. Das ist ein wichtiger Punkt und das kann ich auch unterstützen, dass man im Prinzip das System zwingen muss, das anzunehmen oder sie haben verloren. Ja, ich zitiere mal Götz Werner. Ich meine, ich bin ja mit vielem, was der Götz Werner da mit seiner Berechnung und so weiter, mit dem bin ich ja nicht so zu, bin ich ja nicht einverstanden. Aber er sagt, das ist eine Idee, die muss epidemisch werden. Ne? Dann hat er recht. Ne? Das muss epidemisch werden. Ja, das würde uns nämlich allen helfen, zumindest mal aus dieses System selber wieder beherrschen zu können. Ja, oder sagen wir mal, einen Einfluss auszuüben. Also das ist doch selbstverständlich. Schau mal, alleine die Tatsache, nehmen wir mal an, ich würde jetzt auch Radio machen wollen. Ne, was ich nicht will, was ich doch nicht kann. Aber nehmen wir mal an, ich wollte das. Und ich könnte das hier mit Hartz IV gar nicht machen. Das heißt, ich müsste hier, wenn ich ein Grundeinkommen hätte, da könnte ich dann morgens aufstehen und denken, ach cool, mein Licht ist bezahlt, mein Strom auch, meine Maschinen laufen, ich habe keine Sorgen diesbezüglich. Ja, also das sind einfach Dinge, die einen in die Lage versetzen, etwas zu tun. Ne? Und das ist doch ganz zentral wichtig, auch kleine Unternehmer, also da gibt ja viele Leute, die sind als kleine Handelsvertreter unterwegs oder haben schon mal probiert, ein Auto zu verkaufen oder weiß der Kuckuck was. Ja, die können sich dann ihre, sag mal, Grunderstattung jeden Monat, ohne dass sie Angst haben müssen, weil sie keinen Auftrag hatten oder nur einen kleinen, dass sie sich nichts mehr kaufen können, keinen Stift, keine Kleider, kein Fax, kein weiß der Teufel und die Miete ist bezahlt und der Strom. Von da aus kann man doch operieren. Also macht doch ein Grundeinkommen nur
im Positiven gesehen Sinn und es macht Sinn. Ja? Das ist ja ganz wichtig. Ja? Es ist nur positiv besetzt. Ja, nein, ich bin da also nicht unbedingt anderer Ansicht. Aber wie gesagt, was Voraussetzung ist, das ist, dass Menschen überhaupt erstmal davon erfahren, überhaupt erstmal ihr Denken umstellen, dass so etwas möglich ist und nicht von vornherein eben irgendeiner Regierungs- oder sonstigen Propaganda glauben, die sagen, das geht gar nicht anders und so weiter. Ne? Das Geld ist doch längst da. Die Kohle, um das zu finanzieren, ist da. Es ist politisch nicht gewollt, weil man an einem Menschenbild festhält. Warum soll der nichts arbeiten und ich oder was der Teufel was? Und diese Neidkultur und was da noch so alles aufgebaut worden ist über die letzten, 100 Jahre und so weiter. Das hat sich so verfestigt im Denken, dass viele eben das Grundeinkommen nicht denken können oder es nicht wollen. Und eben das ist das Problem. Aber man könnte es heute schon machen. Ne? Nur eben ist auch ein machtpolitischer Faktor, weil natürlich viele Angst haben, sie verlieren bestimmte Machtpotenziale gegenüber dem Bürger. Ne? Ja, das, ja. Das Unterdrücken kann einem ja auch Spaß machen. Ne? Also, ne? Ich meine, wenn man ein bisschen pervers ist oder so, ne, dann kann es schon Spaß machen. Ne? Gibt's anscheinend eine ganze Reihe. Ich habe jetzt hier noch ein paar Meldungen auch von Zuhörern. Vielleicht können wir die mal eben noch mit reinnehmen. Dann schauen wir mal. Ich habe da jetzt beispielsweise hier, hallo Detlef und Michael, Hartz IV muss weg, keine Frage. Aber solange wie es existiert, sollten arbeitswillige Menschen versuchen, die in den seltensten Fällen von der AGE vermittelt werden, sich ruhig mal an seriöse private Arbeitsvermittler zu wenden. Die gibt es, damit man unabhängig ist von der AGE. Das Bürgergeld, so meint hier derjenige weiter, wird wohl nie kommen, obwohl das billiger ist in der ganzen Verwaltung als das Hartz-IV-System. Aber was machen denn dann die Politiker und der ganze bürokratische Apparat? Das passt jetzt eben zu deiner Anmerkung. Okay, das war jetzt eine Sichtweise eines unserer Zuhörer. Man kann immer versuchen, irgendwie Arbeit zu finden. Man muss nicht das Jobcenter haben, um Arbeit zu finden. Nö. Man hat auch früher Arbeit gefunden, obwohl es keine privaten Arbeitsvermittler gab. Ne? Richtig, also Arbeit finden kann man immer, es muss ja auch das ist ja ganz einfach, es muss eine Arbeit sein, die so bezahlt ist, wenn ich sie tue, damit ich davon auch leben kann. Und dass ich auch meine Rentenansprüche und so weiter, nicht, dass ich später im Alter arm da rumlaufe. Das ist ja heute unser Problem. In diesem neoliberalen kapitalistischen System wird gedacht, wer seinen Preis am Markt nicht wirksam werden lassen kann. Das heißt also, wenn ich für 3,80 Euro arbeite oder für 4,20 Euro, mit dem stimmt was nicht, da hat entweder ein psychisches Problem oder sonst was, dann muss behandelt werden. Ja, also man stigmatisiert Menschen und setzt sie dermaßen unter Druck mit allen Mitteln, damit sie einen Job annehmen und dann zu sagen, und nur damit die Statistik bereinigt ist oder die Statistik der Arbeitslosigkeit heruntergeht. Aber wie viele Menschen von dem, was sie arbeiten, nicht leben können und dann noch trotzdem noch zu Hartz-IV-Behörden laufen müssen und sich da ihr Geld holen müssen, das ist doch geradezu also absurd. Wie soll das sehen? Das ist doch demütigend bis zum geht nicht mehr. Ja, und deswegen, deswegen ist ein Grundeinkommen für mich völlig alternativlos. Es ist völlig alternativlos. Die können einen Mindestlohn machen, da bin ich dafür, aber als Fundament eines bedingungslosen Grundeinkommens. Das heißt, wenn er 10 Euro oder 11 Euro Mindestlohn sollte sein, flächendeckend, finde ich richtig, ja. Aber dieser Mindestlohn sollte als Fundament für ein bedingungsloses Grundeinkommen dienen. Ja, darauf kann das aufbauen. Also für mich persönlich ist es im Moment alternativlos. Ja, wir haben jetzt auch nochmal hier eine Anmerkung eines anderen Hörers. Hallo Detlef, ich muss da jetzt eine Anmerkung machen zu der Legitimierung, wer Gesetze ändern oder aufheben darf. Wir wissen doch, dass spätestens seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 25.07.2012 die Parlamentarier aufgrund des rechtswidrigen Bundeswahlgesetzes keine konstitutionellen Gesetzgeber sind oder befugt sind, dazu Gesetze zu ändern, damit sie dürfen, Kraft des Volkes, keine Politik gestalten, sondern in Wirklichkeit nur verwalten. Ja. Deswegen auch Verwaltungskonstrukt BRD. Also fallen sie raus. Die Wahlen haben in Wirklichkeit für das Volk keine Wirkung.
sie sind nur simulatorisch da, damit das Wahlvolk das Gefühl hat, sie hat eine Wahl und können es bestimmen und beeinflussen, hat sie aber nicht. Nach jetzigem wirklichen Rechtsstand können nur dann überhaupt die Institutionen, der Kontrolle der Alliierten und die besatzungsrechtlichen Chefbestimmungen etwas erwirken. Das ist Fakt. Ja, das habe ich vor eingangs auch schon gesagt. Das ist natürlich auch eine rechtliche Betrachtungsseite überhaupt. Ja. Des Systems gibt in der BRD, aber das ist kann nicht heute unser Thema sein. Ich habe auch dazu keine Lust, ehrlich gesagt. Ja, also nee, auf diese Nummer, dieses reichsdeutsche Geschwafel geht mir ehrlich gesagt auf den Sack. Ja, ja gut, ja, das ist auch jetzt im Moment nicht zielführend, dass diese Diskussion hier da reinzubringen, weil das diskutieren wir an anderen Stellen auch immer wieder und sicher muss man da auch diesen Fragen nachgehen. Aber wir hatten eigentlich versucht, hier auf die Probleme einzugehen im System. Ja, genau. Im System. Ja. Und was man im System ändern kann oder sollte oder muss, damit es ein menschliches Leben gibt. Richtig. Und da ist, wie gesagt, das finde ich, das sollten sich viele mal, wie gesagt, nochmal, was würden Sie denn tun? Man einfach sich selbst fragen, was würden Sie tun, wenn Sie ein bedingungsloses Grundeinkommen hätten von 1.000, 1.100, 1.200 Euro und wären krankenversichert? Was würden Sie selbst tun? Oder Ihre Nachbarn fragen oder Ihre Freunde fragen, was würdest du tun, wenn? Und das einfach bekannt machen, dieses Grundeinkommen immer weiter verbreiten. Leute, wenn sie selbst davon überzeugt sind, dass das der richtige Weg ist, die Leute wirklich zu informieren und zu fragen, hey, jetzt stell dir mal vor, du kriegst Geld. Was machst du damit? Tja, gute Frage. Und wie du schon sagtest, viele antworten dann, ja, wieso? Nee, ich arbeite dann schon, aber ich mache eben das dann so mit viel Freude, das, was ich gerne tun will und was ich kann. Die Entwicklung für den Menschen, man muss sich das mal vorstellen. Ich sag mal so, stell dir vor, man lebt in einer Ehe und oder nicht oder wie, man hat ein Kind und das Kind... Ich sage das mal so, das Kind fängt mit 3-4 Jahren an zu singen. Ne? Und jeder, der in der Familie ist, sagt, mein Gott, kann das Kind toll singen. Super, ja. Aber dieses Talent, ja, wird oft dann nicht mehr gefördert, weil das heißt dann in der, sagen wir mal, ach, lern was Anständiges. Ne? Das heißt, das muss dann vielleicht sein Talent, das es hat, unterdrücken, um vielleicht in der Bäckerei zu arbeiten oder sonst irgendwas. Hat es aber ein Grundeinkommen, das Kind, dann kann es sagen, nö, ich möchte Sängerin werden oder was auch immer. Also das heißt, das ermöglicht einem Menschen, seine eigenen Talente, die er hat, zu verwirklichen. Oder stell dir vor, du brauchst kein, wie heißt das, BAföG mehr. Ich kann ja studieren, ich habe ja ein Grundeinkommen. Also ganz einfache Sachen und was das für die Gesellschaft bedeutet. Stell dir vor, man kann seine Talente, seine Möglichkeiten, die man mitgekriegt hat, so und ausleben und die produktiv werden lassen. Das ist doch toll. Ja, absolut. Also ich meine, letztendlich geht es um die Förderung von Menschlichkeit, der menschlichen Fähigkeiten und zwar ohne, dass einem jemand vorschreibt, wie man zu leben hat. So ist es, dass man frei ist, genau. Das ist ein Begriff von Freiheit innerhalb dieses politischen Systems oder wie man immer das nennen möchte. Das ist eine Form von persönlicher Freiheit, die man erfahren kann, nur durch ein bedingungsloses Grundeinkommen. Jeder weiß doch selbst von sich, wie das ist, wenn man außerhalb eines Zwanges steht von einem Dritten. Das heißt also, wenn man keinen Zwang empfindet, also wir empfinden ja alle irgendwo einen Zwang, aber es gibt einfach Situationen, wo man denkt, na, toll. Und das ist ein Gefühl, das kann ja übers ganze Leben gehen. Dass man sagt, hey, ich bin frei. Hey, was willst du? Nee, mach ich nicht. Ich habe ja ein Grundeinkommen, ja. Mach mal du selbst, ja. Und wenn du vernünftig geworden bist, dann komme ich. Ne? Und das ist toll. Ja. Nee, ich denke, also unter dem Gesichtspunkt, egal wie man das Ding jetzt nennt, ob das Grundeinkommen heißt oder andere oder Lebensgrundlageneinkommen, völlig wurscht. Wurscht, ja. Wichtig ist, dass man die Freiheit hat, selbst zu entscheiden, wie man leben möchte. So ist es. Oder? So ist es, Dass man nicht von irgendwem wegen Geldes tyrannisiert werden kann, ist das richtig? So ist es, ja. Dass man selbst entscheiden kann, welche Fähigkeiten man einsetzt, um auch anderen Menschen zu helfen. Ja, jeder nach seinen Fähigkeiten und jeder nach seinen Möglichkeiten. Ja, der eine, der kann eben gut Pflege machen, der andere singt jemandem was vor, damit der ein schönes Gefühl hat.
Ja. Der andere macht tolle Kunst, der andere hat Lust an Arztangelegenheiten, chirurgischen Dingen oder so. Oder ja. Vielleicht will Maurer werden oder. Ja, oder Pilot. Oder Pilot. Ist es, ja. Letztendlich bleiben die Berufe mehr oder weniger wahrscheinlich alle ja, ja. da. Ja, natürlich, natürlich, selbstverständlich. Nur machen sie dann auch wirklich Leute, die es wollen. Ne? Also auch schon von Jugend her wollen. Und nicht gezwungen werden, dazu irgendwas zu tun, ja. Oder weil der Vater Arzt war, muss der Sohn dann auch Arzt werden, ja. Ob auf Teufel komm raus, ja. Da kann er sagen, nee, ich habe ein Grundeinkommen, ich guck mich erstmal um, ob ich das machen will, ne. So, das sind einfach Dinge, wenn man sich das überlegt, welche Sicherheit es einem Menschen gibt und welche Freiheit, kann doch nur der Weg sein, jetzt zu sagen, wir müssen Hartz IV abschaffen, wir können alle anderen sozialen Leistungen bis auf Krankenkasse und so weiter, was man da so braucht, auch abschaffen. Und jemand, der ein Handicap hat und in einem Grundeinkommens, in der Grundeinkommensgesellschaft lebt, der kriegt eben einen Mehrbedarf dafür, dass er eben Medikamente braucht oder sonst irgendwas. Also niemand bleibt da zurück. So, und wir schaffen das alles ab. Ja, da können die Jobcenter-Sachbearbeiterinnen, die können ja zum Beispiel Äpfel pflanzen oder keine Ahnung oder Straße kehren, wenn es ihnen Spaß macht oder auch nicht. Oder also es steht jedem frei. Aber den Zwang herauszunehmen und auch diesen Leuten in diesen Agenturen da auch die Macht wegzunehmen, einen Menschen auf null zu sanktionieren, dass er vielleicht sogar verhungert oder dass er vor lauter Angst sich umbringt oder wie gesagt, da hat mir einer erzählt, da hat sich jemand, weil er so Angst hatte vom Jobcenter oder vor der Arge damals den eigenen Fuß abgeschnitten und hat ihn in den Ofen geschmissen, ja. Also das sind Dinge, die werden mit einem Grundeinkommen so in dieser Form nicht mehr vorkommen. Ja, es ist letztendlich ein Befreiungsschlag der Menschheit vor einem unmenschlichen, tyrannischen System. So ist es. Und das ist ja das heutige Thema, ne? Der Tyrannei friedlich ein Ende setzen in der BRD durch Hartz IV muss weg, ja, und ersetzt werden durch ein anderes, menschenwürdiges Umgehen miteinander. Es geht ja gar nicht darum, dass wir ein neues System machen wollen, wir wollen einfach vernünftig menschlich miteinander umgehen, oder? So ist es. Und was dann daraus entsteht, muss man sehen. Na, das wird ja eine komplett andere Gesellschaft geben, sozialpsychologisch gesehen oder wie auch immer. Viele kompensatorische Dinge, die es heute noch braucht, um sich besser zu fühlen als der andere sozusagen, die fallen dann nicht mehr ins Gewicht, weil wir haben ja alle ein Grundeinkommen. Da können wir uns also auch alle auf gleicher Augenhöhe begegnen. Das ist doch toll. Was wollen wir denn mehr? Ja, also lass uns jetzt mal einfach die rechtliche Seite mal zur Seite schieben. So ist das. Lass uns mal überlegen, wie wir diese menschliche Basis durch die Absicherung der Lebensgrundlage, genannt zum Beispiel Grundeinkommen, schaffen. Und schon haben wir wahrscheinlich 2/3 der meisten Probleme vom Hals, oder? Sehe ich absolut so, ja, absolut, und ist auch wirklich für den Geist und für, wenn man das so sagen will, die Seele eine Befreiung, die sie wahrscheinlich so vorher noch nie erlebt hat. Und deshalb finde ich, ist es wichtig, dass Menschen, die das Grundeinkommen fühlen, denken können und es auch sich vorstellen können, darin zu leben in einer Gesellschaft, diese Idee weiter zu verbreiten, sie öffentlich zu machen, mit Leuten zu sprechen, wenn sie sie treffen abends in der Kneipe, na, und sagen, ja, hast du schon mal gehört, soll es Geld geben für nichts, was meinst du dazu? Also einfach die Diskussion weiterführen und sozusagen diesen Impuls in der Gesellschaft weiter nach vorne zu treiben. Und weiter am Leben zu erhalten, damit irgendwann die politische Klasse sich nicht mehr wehren kann und sagen muss, okay, dass die Leute in der Gesellschaft wollen mehrheitlich ein bedingungsloses Grundeinkommen. Wir müssen uns was überlegen, dass wir das machen. Ne? Genau, also Aufruf an alle. Und wir haben jetzt nur noch ungefähr eine Minute. Ja. Aufruf an alle. Hier, Mensch, Leutchen, nehmt euch hier selbst an die Hand und versucht hier mitzuarbeiten, dass wir eine menschenwürdige Umgebung für uns schaffen, schon jetzt. Und nicht warten darauf, bis uns irgendwann eine neue Dimension ins Haus fliegt. Vielleicht kommt es dann dadurch auch schon automatisch. Ne? Michael, wir sind am Ende unserer Sendung, auch an den Zuhörer. Wir werden die Sendung gleich wiederholen. Ja, also bleibt alle dran, die das noch nicht alles mitgehört haben oder später zugeschaltet haben. Und die gerne das alles nochmal wiederhören wollen oder das erste Stunde oder was auch immer, bleib dran, es gibt gleich die Wiederholung. Und Michael, bevor du uns verlässt, sag noch schnell, wie kann man dich erreichen,
Wie kann man zum Beispiel noch zu deinen Facebook- oder YouTube-Kanälen kommen? Sagst du das nochmal bitte für unsere Zuhörer? Ja gut, okay. Also bei YouTube findet man mich unter LabaraBarbaPF. Das hast du ja auch schon in deinem Trailer da geschrieben. Das Wort ist richtig geschrieben. Und dort auf meinem Kanal findet man die Links zu den Facebook-Gruppen. Also da findet man mich dann. Okay, und ich habe es auch bei der vogwakeness.wordpress.com, habe ich dich auch verlinkt. Also da kannst du auch reinschauen. Und ich danke dir. Ich danke dir auch. Michael, und wir hören voneinander. Und Dankeschön. Wir sind jetzt am Ende unserer Sendung. Herzlichen Wie gesagt, Dank. Ja, danke dir, Michael. Ich danke dir auch. Okay, mach's gut. Bis dann. Okay, ciao. Tschüss, ciao. Ja, und jetzt für alle, die noch hier in der Leitung sind, ich danke euch, denn nur mit euch geht das, wenn ihr die Informationen weitertragt, und das finde ich klasse. Und jetzt der Stelle von Wake News Radio. Wir hören jetzt noch von Danosons The Blue Devil Plane. Ja, und dann in der Pause natürlich noch einmal von Crack Rocks. Deutschland, das Lied, hat ja auch was ein bisschen mit Deutschland zu tun. Danke euch. Die Wiederholung wird dann gleich eingespielt zur Stelle von Wake News Radio. Wake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr europäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net.